Das ist der Applaus für die Leistung von Werder Bremen. Aber angenommen, wir wären Meister. Wie würdet ihr dann klatschen? Ja. Ja. Die Träume sind hier sehr, sehr klein in Bremen. Aber wir müssen ja immer Hoffnung haben, ja? Wer freut sich aufs Nordlicht? Ja. Also, ich bin ja von Bremen nach Frankfurt gezogen. Ich weiß, die Bremer sind immer ein bisschen zurückhaltend. Legt das jetzt mal ab, ja? Heute Abend ist Rock'n'Roll und Rollout. Da rollt sich die Zunge wie so ein Rollmopse. Rock'n'Roll und Rollout. Macht also mit, weil das, was hier heute Abend passiert, geben wir ja an die Stadt zurück. Und nochmal an alle, die jetzt mit dem Rücken zu uns sitzen. Ihr habt geile Plätze, aber ihr werdet da wenig sehen, ne? Da ist andauernde Straßenbahn davor. Also wenn ihr wollt, lieber nochmal auf die Seite. Nur nochmal als Tipp, aber wir haben auch schöne Rücken, oder? Dreht euch mal um, Jungs. Ja, sehr schön. Aber es geht natürlich um Inhalte heute hier. Es geht nur um die Körper der Straßenbahn. So, also freut euch, wenn Gäste kommen, unterstützt mich ein bisschen mit einem Applaus und genießt den Abend. Dankeschön, dass ihr alle da sind und danke nochmal an den Wettergott, dass ihr uns diesen fantastischen Abend mit dem schönen Licht hier geschenkt habt. Danke ans Team, wir haben heißen Ritt hier mit den Proben hinter uns und hinterher trinken wir ein, ja? Viel Spaß ans Team, Dankeschön an euch. Joscha? Ja, ich höre dich. Abnehmen bitte. So, wir haben jetzt noch ein Problem mit einer Kamera, das ist ja immer so. Ne? Nicht immer so, dass wir ein Problem haben mit der Kamera, aber dass irgendwas noch ist. Alle Bügel leuchten da an dieser tollen Kette, alle Scheinwerfer, alle anderen sind auch parat. Die Kamera wird nochmal kurz gecheckt und dann legen wir gleich los. Gerd ist auch klar, der Gerd wollte gehen. Er muss auch gleich vorne stehen. Weißer. Der Baby sitzt schon die ganze Zeit im Zettel. Ich bin mir nicht sicher, wie rum. Ich glaube, Cedric. Also immer wenn ich einen Namen nenne, einen nächsten Gast, wäre das toll, wenn Bremen gastfreundschaftlich ist und diesen Gast mit Applaus genießt. Ich meine, es ist ja Corona, wir müssen alle Abstand halten, aber eure Hände gehören ja zu euch, zu ihnen, die dürfen sich berühren, ja? Also ein bisschen Selbstnähe ist erlaubt. Hachi ist auch gut. Corona. Wie siehst du aus ohne Maske? Wie siehst du aus ohne Maske? Ich sehe immer nur deine Augen. Gut. Ja. Nein. Oh. So. Eine Minute, dann steigen wir ein. Also wir gehen hier so ein bisschen zurück. So? Soll ich jetzt mitgehen? Ja. Ich gehe wieder mit. Das war unsere Blickrichtung für den Einstieg. Das hatten wir gesagt, das war die Blickrichtung für den Einstieg, ja. Und dann gehen wir zu Gerd. Genau. Und dann gehe ich mit dir zu Gerd, richtig? Danke, dir auch. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. In 30 Sekunden beginnt es. Konzentration und Ruhe, vor allem die Kameraleute. Thank you.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des öffentlichen Personennahverkehrs, liebe Trainspotter und liebe BSAG-Fans. Schön, dass ihr alle dabei sind heute an diesem fantastischen Sommerabend in unserer guten Stube hier auf dem Marktplatz in Bremen. Ist das nicht ein tolles Bild? Wir haben heute nämlich was ganz Besonderes vor. Heute ist Rollout. Bremens neuestes Wahrzeichen kommt in die Stadt. Und dieses neue Wahrzeichen ist 37 Meter lang, fährt gerne auf Schienen und ist ein bisschen ja, ein Signal in die moderne Zeit des öffentlichen Personennahverkehrs. Es geht heute Abend um Mobilität. Und Mobilität verbindet uns ja alle mit Familie, mit Freunden, mit unseren Kollegen. Mobilität bringt uns aber auch vielleicht zu unseren Träumen ein Stückchen näher, wenn wir mit der Bahn zur Schule fahren oder zum Training, dann rücken wir ganz klein bisschen an unsere Träume ein bisschen näher heran. Also, heute ist die sogenannte Jungfernfahrt. Das erste Mal ist das Nordlicht auf den Bremer Schienen unterwegs und dafür brauchen wir natürlich fantastische Paten. Und Leute, wir haben uns was eingefallen. Wer ist Pate in Bremen? Klar, der Cheftrainer von Werder Bremen, Florian Kohfeldt, wird dabei sein. Radio Bremen ist vertreten mit Jan Weihrauch. Weserkurier wird dabei sein mit Silke Hellwig. Wir haben natürlich auch Kultur und Musik dabei. Die Bremer Philharmoniker werden da sein. Flo Mega spielt für uns hier mit seiner Band. Und die Zollhausboys, Doreen Gaumann, Till Mette wird dabei sein. Altbürgermeister Henning Scherf. Ich freue mich, dass ich, Bärbel Schäfer, Sie hier heute durch diesen Abend führen kann. Wer jetzt nicht einsteigt, ist selber schuld, oder? Ja, genau, ist selber schuld. So sehe ich das nämlich auch. Ich werde jetzt nicht einsteigen, aber ich werde mal mit Ihnen rübergehen zu einer Sache, die vor allen Dingen einen Mann interessiert. Und Männerherzen sind ja so ein bisschen komisch. Die können sich für viele Dinge begeistern. Fürs Grillen, fürs Gamen, fürs Zocken. Und den Mann, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, dessen Herz hängt auf den Schienen, würde ich sagen. Der liebt Straßenbahn. Nein, Gerd Borcherding hat keine Herzrhythmusstörung, aber ein großes Herz für die Straßenbahn. Herzlich willkommen, Gerd Borcherding. Guten Tag. Meine Güte, Sie haben sich ja in Schale geschmissen. Ja, das ist die Uniform der Jahrhundertwende ungefähr. Der Jahrhundertwende. Und wir stehen vor der Pferdebahn aus dem Jahr 1888. Richtig. Aber jetzt drei mal ehrlich, Kaiser, ja. Wo ist das Pferd? Hallo? Das Pferd konnte leider nicht. Das verhindert. Aber das hat früher ein Pferd dann tatsächlich ein gezogen. Einziges Pferd, ja. Das war ein Einspänner. Genau. Und Sie sind ja Vorsitzender des Vereins. Zweite Vorsitzende, Freunde der zweite Bremer Vorsitzende, genau. Und lieben Straßenbahn. Wo haben Sie denn dieses fantastische Exemplar, den Wagen 23, gefunden? Das habe ich 2007 im Parzellengebiet Walle gefunden. Da steht so ein Ding rum. Das war als Gartenhaus, seit 1925 stand es da. Und was sagt dann ein Gerd Borcherding? Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein, nee. Da habe ich gesehen, drei Scheiben an der Seite, das muss ganz alt sein. Aha. Ja, da habe ich alle Wege beschritten, um das Ding zu bekommen für unseren Verein. Genau, und das technische Hilfswerk hat, glaube ich, auch noch ein bisschen geholfen. Ja, die hatte ich angesprochen und die haben das mit Freude gemacht als Übung. Also, technisches Hilfswerk hilft sowieso, aber wenn jemand so Straßenbahn begeistert ist, ja, dann muss man ja sagen, das ist ein ganz besonderes Exemplar. Ist das die erste Straßenbahn gewesen oder was ist die Geschichte des Pferdewagens? Ja, also man hatte immer gedacht, sowas gibt es nicht mehr. Und als wir das gefunden haben, war das natürlich eine große Überraschung. Und als ich den gesehen habe, habe ich gleich gedacht, da gehst du ran. Den wirst du so machen, dass er wieder wie früher aussieht. Das ist sozusagen Straßenbahngold, ja? Ja. Und wo steht die heute? Also die soll wieder zu uns ins Museum, ins Bremen-Sebaldsbrück. Da haben wir das Museum, das Depot. Ja. Und da wird sie dann Ausstellungsstück. Soll aber auch beweglich sein. Hoffe ich jedenfalls. Okay, also zu welchen Anlässen könnten wir die Pferdebahn dann rausholen? Ja, so besondere, wie eben jetzt. Wie heute? Oder ja. Wenn man ein Pferd hat und sagt, ich will mal eine Runde die Straßenbahn Gassi führen, dann... Ob wir das dann durchkriegen, das weiß ich nicht. Das müssen wir alles nochmal regeln. Genau, aber eigentlich hat die Straßenbahn ja den Schick der Bremer eingesammelt früher. Oder liege ich damit ja, falsch? Ja, der Gründer war Heinrich Alves. Und Heinrich Alves hat sein Geld mit dem Fäkalienabtransport gemacht. Der hat das zum Amsterdam gebracht. Und da ist er wohl zu Reichtümern gekommen und hat das Geld in
Straßenbahngesellschaften gesteckt. Nicht nur hier in Bremen, auch in Nürnberg unter anderem. Und ja, später hat man ihn ausbezahlt, damit er wieder raus war. Okay, und hatte die einen Spitznamen dann, wenn man solche Dinge damit auch einsammelt? Weil heute werden ja Menschen eben mit der Straßenbahn dann transportiert. Und nee, diese Bahn, einen Spitznamen hatte sie. Nee, okay. Und das da vorne ist die Klingel, das ist alles original restauriert. Das ist die Kutscherglocke, Fahrer war es ja nicht, es war noch ein Kutscher. Und das war das, was heute die Straßenbahn nach wie vor haben, okay. die Fahrerglocke. Okay. Manche Männer lieben Fußball, andere lieben ihre Frau. Sie lieben Straßenbahn und ich liebe auch meine Frau, das muss ich sagen, weil die guckt zu. Die guckt zu. Dann müssen wir das war gestern schon Thema. Ja, das war gestern, aber also mal ein Kompliment an alle Frauen, die verrückte Hobbys und Leidenschaften von Männern aushalten. Nein, aber sie hat es geduldet und es ist wunderbar durchgegangen. Okay, und wer ist an Position 1, die Pferdebahn oder die Frau? Meine Familie. Natürlich. Gerd Borcherding, ein Mann mit Leidenschaft und Neugier. Und Sie sind natürlich schon Profi und lange dabei, aber ich glaube, um den Nachwuchs müssen wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen. Schauen Sie sich an, BSAG Junior Cedric, lernen Sie ihn kennen. Ich bin Cedric und 7 Jahre alt. Und komme aus Lilienthal und habe einen Fehler im BSAG Haltestellenquartett gefunden. Die Linie 20 fuhr 2018 da lang, wo es im Quartett steht, doch 2019 leider nicht mehr. Ich bin Straßenbahnfan und weiß einiges über die Pferdebahn. Sie Baujahr 1888 und war im Einsatz bis 1925. Sie wog 1,6 Tonnen und hatte 12 Stehplätze und 16 Sitzplätze. Und Bremerin. Das ist Cedric. Hier auf der Bremer Pferdebahn. Und du bist so ein richtig verrückter Straßenbahnexperte. Ich glaube, beim Straßenbahnquartett würde ich es schwer haben gegen dich, oder? Was ist die beste Karte im Quartett? Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, warum? Ganz viele Linien, ganz viele Fahrgäste pro Tag. Mhm. Wenn man die hat, ist man schon mal ganz weit vorne. Jetzt haben wir aber eben im Beitrag gehört, Cedric, dass du 7 bist. Dabei stimmt das ja gar nicht. Wie alt bist du denn? 8. 8? Du hattest nämlich gestern Geburtstag. Und sag mal, wie viele Leute haben denn gestern für dich gesungen? Wir haben gar nicht gesungen. Gestern hat die Family gar nicht gesungen. Und hier sind lauter Straßenbahnfans, Cedric. Und du bist Straßenbahnfan. Was wäre denn jetzt, wenn der Bremer Marktplatz für dich singen würde? Happy Birthday. Das wäre toll. Das wäre toll? Okay, ihr Lieben, dann seid ihr jetzt mal dran. 1, 2, 3. Happy Birthday. Happy Birthday. Ich höre euch nicht lauter. To you. Happy Birthday, lieber Cedric. Das ist dein Geschenk. Und weißt du, was das für eine Bahn ist? Weißt du bestimmt auch schon wieder. Das müsste eine GT8N1 sein. Sag mal, willst du denn später mal irgendwas mit Straßenbahnen zu tun haben, oder? Ich wollte später eigentlich Fluglotse werden. Fluglotse? Ach so, ja, dann sehen wir uns aber wieder, ich bin trotzdem wenn wir Zug einen Roll-up beim Flugzeug haben, oder? Aber du bleibst heute hier. Wie findest du denn die Pferdebahn? Supi. Die ist supi. Und den Gerd glaube ich auch, ne? Ja. Babysittest du für den Gerd, Borcherding, nee, oder der für dich? Ich glaube, du für den, die ne? letzten 15 Minuten hat er mich babysittet. Ja, das glaube ich auch. Also genieß unsere Show und am Ende sagst du mir, ob das gut gelaufen ist oder nicht, ne? Und ich wünsche dir ein ganz tolles neues Jahr. 365 Tage sollst du nur glücklich sein. Und wenn ich jetzt über den Hauptbahnhof fahre, denke ich immer an dich. Beste Karte im Quartett der Hauptbahnhof. Dankeschön, das ist dein Applaus, Cedric. So, ihr Lieben, und ich bin mir sicher,
Dieser junge Mann kennt auch die Molly, eine ganz besondere Straßenbahn. Und was die Molly mit der Liebe zu tun hat, das sehen Sie jetzt. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die Möglichkeit, nach diesem wunderschönen Rumba hier neben einem Mann zu stehen, mit dem man am liebsten auch sofort Rumba tanzen müsste. Hier, lieber Herr Geisel, sind wir beide auf dieser wunderschönen Molly. So sind wir. Und die ist wie alt jetzt? Baujahr 1900, 120 Jahre. 120 Jahre und es ist die erste elektrische Straßenbahn, die durch unsere Stadt gerollt ist. Ganz genau. Und ist wunderschön mit diesem richtigen Lampenglas, noch mit dem Holz und ja. Drinnen sind diese langen Bänke. Was ist denn etwas, was Sie hier bedienen können, was man heute überhaupt nicht mehr bedienen würde in einer Straßenbahn? Also wir haben immer noch einzelne Fahrzeuge mit Kurbel, aber das ist halt ein aussterbendes Relikt. Wofür brauche ich die Kurbel? Zum Links und Rechts? Die Kurbel brauchen wir zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren, also zum Fahren
und bremsen. Okay. Und hier mit dem Fahrtrichtungswender können wir halt vorwärts und rückwärts entscheiden. Mhm. Und die Kurbel ist dann zum Strom geben und bremsen. Wer damals ein Straßenbahnfahrer war, der musste ja ganz schön viel machen. Die Durchsagen, er musste wahrscheinlich die Tickets, sowas oder gar nicht? Dafür gab es einen Schaffner. Ach, dafür gab es einen extra Schaffner. Okay, ja, deswegen waren Sie zu zweit eben auch auf diesem Stand. Ganz genau. Da muss der Kollege, der ja Schaffner ist, noch mal kurz hier mit sich an die Bahn stellen, damit wir Ihre schöne Uniform auch sehen. Und das heißt, Sie waren dann immer zu zweit oder wären damals zu zweit gewesen? Ja, immer. Genau. Was lieben Sie am Straßenbahnfahren? Denn heute haben wir ja einen großen Tag für Bremen. Ich liebe am Straßenbahnfahren schon, das ist ein Kindheitstraum von mir. Ich war schon als kleiner Junge, wollte ich Straßenbahner werden und bin es dann irgendwann geworden. Und ja, heute habe ich das Glück, in der Leitstelle zu sitzen und ab und zu noch zu fahren. Und aber es klingt so ein bisschen, als wenn Sie Sehnsucht haben und lieber häufiger fahren würden. Ich fahre noch oft genug, also so ist es nicht. Okay. Nein, das ist einfach schön. Und wenn man einmal Straßenbahn fahren kann, dann ist es egal, ob die Straßenbahn 120 Jahre alt ist oder eine neue? Gedehntes Jahr. Gedehntes Jahr. Also, es ist auch für Sie heute etwas Besonderes. Auf jeden Fall. Was erwarten Sie denn vom Rollout? Die sind ja ein Straßenbahnprofi. Ein hoffentlich wunderschönes Fahrzeug. Also schön ist er auf jeden Fall. Und fahren durfte ich ihn noch nicht, aber... Gesehen haben Sie schon mal gespingst, hinter dem Vorhang. Selbstverständlich. Und ein schönes Fahrzeug. Wir werden da sicherlich viel Spaß mit haben. Für mich ist es ja mein erster Rollout. Und für Sie, haben Sie schon andere erlebt? Der zweite. Ja. Es gibt gar nicht so viele. Nein, normalerweise rechnet man ja auch mit einer Lebensdauer von 25, 30 Jahren. Aha. Und naja. Und das heißt dann, wenn die neuen Bahnen kommen, glauben Sie, dass die Bremer und Bremerinnen die dann auch lieben werden? Da gehe ich von aus, selbstverständlich. Ja, klar. Also, auf jeden Fall. Herr Geise Sie schon liebt, dann die Bremer und Bremerinnen auch. Herzlichen Dank. Gerne. So, jetzt nehme ich mal die Blumen mit, weil Franziska und Michelle haben, glaube ich, mittlerweile etwas Luft holen können. Ne? Habe ich richtig mit meinen Tanzstunden, die wirklich schon ein paar Jahre herliegen? War das ein Rumba? Ja. Das war eine Rumba. Okay, und Rumba hier in Bremen auf dem Marktplatz mit dem Kopfsteinpflaster? Super Voraussetzung. Sei ehrlich, Michelle, du kannst bei uns ehrlich sein. Schwierig, oder? Sehr, sehr schwierig. Vor allem in den Klamotten, dann mit den Schuhen noch, die nicht unsere normalen Schuhe sind. Meine High Heels sind auf dem Gang in die Maske auch schon abgebrochen. Also ich habe jetzt meine Turnschuhe an. Aber das geht natürlich nicht beim Tanzen. Frauen haben immer einen Absatz beim Tanzen, Franziska. Ja, eigentlich schon. Heute mal ein bisschen abgespeckter. Wo tanzt ihr sonst? Wir sind beide im Einzelbereich vertreten beim Gun-Gold Club und gehören auch zur Weltmeisterformation, also dem A-Team. Und seid ihr dann auch ein Tanzpaar oder nur heute für diesen besonderen Anlass? Nein, wir sind doch ein Tanzpaar. Okay. Was ist das Tolle an Michel als Tanzpaar? Entschuldigung, mein Mann heißt Michel, deswegen sage ich jetzt immer Michel an Michel. Du wirst Michel ausgesprochen. Ich glaube, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann. Und bis jetzt noch nichts passiert ist auf irgendeinem Turnier, dass er mich fallen gelassen hat oder so. Aber oder dass du ausrutscht oder sonst irgendwas. Egal wie der Boden ist, der Mann fängt dich auf. Ja. Und umgekehrt, Michel? Es gibt, glaube ich, kaum einen Menschen, der so dermaßen fleißig ist wie Franzi und so strebsam. Okay, also viele, die jung sind, spielen ja Fußball oder Handball oder Schwimmen oder Tischtennis. Sagt uns doch mal, warum man vielleicht tanzen sollte. Boah, gibt sehr viele Gründe. Wenn man vom Publikum sich darstellen möchte, wenn man sich bewegen möchte zur Musik, wenn man vielleicht keine Lust hat, dauerhaft mit Leuten auf dem Platz oder mit den Eltern aneinander zu geraten, wie zum Beispiel beim Fußball oder ähnliches, dann ist auf jeden Fall Tanzsport das Richtige. Und hier in Bremen kann man halt erfolgreich sein und das auf Leistungssport betreiben. Allerdings, Bremen ist eine absolute Tanzstadt. Und die Mutter aller Erfolge steht neben mir, Uta Almanese. Herzlich willkommen. Das sind Ihre Schüler. Ja. Sagt man das, Schüler? Ja, sagt man. Würde man sagen. Jetzt, tschüss. Tschüss, Molly. Genau. Wenn wir alle wissen, was wir für Monate hinter uns haben. Es gab in ganz vielen Sportvereinen natürlich keinen Sport, aber beim Tanzen ist man sich ja besonders nah. Was hieß das denn für den Grün-Gold Club, stellvertretend für alle anderen Tänzer in unserem Land? Ja, wir mussten mit als eine der Sportarten eigentlich am längsten warten. Wir sind fast als allerletztes, haben wir das Go gekriegt, ihr könnt jetzt starten. Und dann haben wir wirklich ganz, ganz seicht erstmal angefangen. Also erstmal nur mit einem Paar und ein Trainer. Mehr durften nicht in den Saal. Ganz kurze Regelungen immer, dass
keiner zu lange trainieren darf, dass nicht zu viele Leute in den Saal kommen. Aber ihr seid Hochleistungssportler, ihr seid Weltmeister, ihr seid Europameister. Das heißt, ihr müsst ein hohes Pensum, in einem hohen Pensum eigentlich trainieren. Und im Oktober soll doch hier auch eine große Meisterschaft stattfinden. Wird das denn so sein? Können Sie das schon sagen? Also wir wollen auf jeden Fall ein Probeturnier machen, weil wir im Dezember die Weltmeisterschaft haben in der Stadthalle. Und vorher soll es ein Probe-Event geben, wo wir einfach mal testen können, ob das alles so funktioniert mit allen Hygienevorschriften und mit allen Maßnahmen. Und das soll auch funktionieren. Mitte Oktober wollen wir starten. Okay, also ich weiß, Uta Albanese ist eine optimistische Person. Definitiv. Auch nach schwierigen Zeiten. Aber wir hoffen wirklich alle für die Stadt und für den Tanzsport, dass diese Weltmeisterschaft und das Probeturnier vorher stattfinden kann. Weil Ihre Tänzer sind ja immer ganz vorne, also am liebsten auf der Eins auf dem Treppchen. Und das wünsche ich euch. Dankeschön. Straßenbahn fahren vielleicht auch mal zum Training. Fahrt ihr mit der Straßenbahn? Ja, ab und zu. Ja, welche Linie? Die nach Huchtingen. Ja. Mit der Linie 1. Und wann sind Sie das letzte Mal Straßenbahn gefahren? Zum Flughafen. Genau, auch praktisch. Hält direkt vom Flughafen. Total gut. Herzlichen Dank an Uta Albanese, an Michel und an Franziska. Das ist euer Applaus. Herzlichen Dank, viel Erfolg. Schön. Dankeschön. Ja, und unser nächster Gast ist eine Frau, die normalerweise gerne knallharte Fragen stellt, die eine erfolgreiche Journalistin ist, die einzige Frau, die eine Zeitung leitet im norddeutschen Raum, die aber auch gerne Straßenbahn fährt. Silke Hellwig. Ich bin Silke Hellwig und ich bin seit 2011 Chefredakteurin des Weser-Kurier. Vor 21 Jahren kam die Journalistin nach Bremen, damals noch mit dem Auto. Doch das ist lange verkauft. In Bremen kann ich alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen, sagt Silke Hellwig. Sogar zu IKEA fahren. Das ist aber ein schöner Ort, um durch Bremen zu fahren. Das stimmt. Mit Gardinen. Das ist ja fast ein bisschen kuschelig, wie auf der Küchenbank zu Hause. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall das Holzambiente, das ist schon sehr schön. Da kann das Nordlicht dann auch nicht mithalten. Also bei aller Liebe zur Neuerung und zur Modernität, und wir sind beide offene Frauen für solche Themen, wird man doch ein bisschen nostalgisch, ja, oder? Auch wenn alle so in einer Reihe sitzen, kann man sich vorstellen, dass dann immer alle so beim Bremsen. Das ist bestimmt ganz hübsch so gewesen. So ein bisschen wie Karneval oder Fasching im Norden genau, wäre das schunkeln, dann. Ja. Aber ehrlich gesagt, heute würden alle auf ihr Handy gucken und wahrscheinlich hätte kaum einer dann noch tatsächlich Blickkontakt. Was lieben Sie denn am Bahnfahren? Also ich liebe es, nicht, dass jemand was Falsches denkt, aber ich fahre Bahn, seitdem ich in Bremen wohne, seit fast 21 Jahren. Da habe ich mein Auto ziemlich schnell abgeschafft, weil ich festgestellt habe, man kann hier alles mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit der Bahn machen. Stimmt die Geschichte, dass Sie Ihr Auto irgendwo geparkt haben und dann vergessen haben, wo es ist? Kennen Sie den Stadtteil noch? Dann könnte man dort vielleicht so ein moosbewachsenes Teil noch mal entdecken. Ich habe das immer geparkt, weil es so schwierig war, Parkplätze zu finden. Und dann musste ich immer, weil ich es so selten benutzt habe, immer gucken, wo es denn war. Und irgendwann hatte ich mal das Dach aufstehen lassen und dann hat es tatsächlich reingeregnet. Da wusste ich, jetzt ist Zeit, das Auto abzuschaffen. Und seitdem habe ich kein Auto mehr. Und ehrlich gesagt, in Bremen braucht man ja auch gar kein Auto, weil man kann mit allen Linien so viel denn dann auch erreichen. Wenn Sie sagen, Sie fahren seit 20 Jahren, haben Sie denn das Gefühl, Fahrgäste haben sich verändert? Hat die Bremer Straßenbahn AG ein neues Klientel vielleicht sogar gewonnen? Ja, ich glaube schon, dass Leute natürlich umweltbewusster sind. Und es gibt ja auch Bestrebungen der Politik, dass man sozusagen hier mit dem Auto nicht unbedingt in die Innenstadt fahren soll. Ich glaube schon, das Klientel hat sich verändert. Ich kann das jetzt aber nicht ganz genau festmachen. So genau gucke ich mir das dann doch an. Auf jeden Fall ist hier noch kein Platz für Kinderwagen und Fahrräder und all das, was heute möglich ist. Aber Mobilität hat sich natürlich geändert. Und das gucken wir uns jetzt mal an, auch in dieser Stadt.
Ende des 19. Jahrhunderts können Kinder in Bremen noch gefahrlos auf den Straßen spielen. 1892 allerdings werden die Pferdebahnen von den elektrischen abgelöst. Den Kutschern ist der Fortschritt nicht geheuer. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen alten Fahrer, der auch schon zig Jahre seine Pferdebahn gefahren hatte und sollte nun umsteigen auf das Elektrische. War nicht von begeistert. Nee, sagte, dann kann ich nicht mehr prr sägen. Bremen ist schon damals eine Fahrradstadt, wobei sich anfangs nur die gut Betuchten ein Hochrad zulegen konnten. Die sogenannten Velozipedisten bekommen sogar einen eigenen Fahrradstreifen. Später wird's eng am Brill. Zu Rad und Bahn gesellt sich das Auto. Bremen steigt auch in die Produktion ein. Doch die steigende Mobilität hat ihre Tücken. Bremen. Seit jeher berühmt als Dorf mit Straßenbahn. Über die Jahre wird das Netz ständig ausgebaut. Heute gibt es 8 Straßenbahn- und 44 Buslinien und jährlich mehr als 105 Millionen Fahrgäste. Die Bremer Regierung setzt auf öffentlichen Nahverkehr und aufs Fahrrad, mit zukünftig mehr Brücken, eigenen Premiumrouten und Fahrradstraßen in der Innenstadt. Ja, Mobilität verändert sich in dieser Stadt im Norden und Sie haben es ja in Ihrem Beitrag vorhin gesagt, man kann sogar damit zu Ikea fahren. Ist die Wohnung mittlerweile eingerichtet oder müssen wir uns Sorgen machen, Frau Helling? Nee, das nicht. Aber man kann mit der Bahn, mit Bus und Bahn zu Ikea fahren, das ist kein Problem. Man kann sich kein Billigregal kaufen, aber Teelichter dafür reicht's. Also ich kann nur allen empfehlen, auch wer denkt, irgendwie weite Strecken oder so, das ginge nicht. Das ist kein Problem, muss man wirklich sagen. Also die Straßenbahn fährt noch nicht zu Ikea, das wäre vielleicht eine kleine Anregung an die BSAG. Vom Hauptbahnhof haben wir schon, aber das schwedische Möbelhaus steht noch an. Wenn wir jetzt uns ein bisschen in die Zukunft beamen und sagen, beim nächsten Rollout und ein bisschen träumen, wie könnte dann Mobilität für diese Stadt aussehen? Nur noch öffentlicher Personennahverkehr? Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, auf jeden Fall muss man sich auf Seniorinnen wie mich einrichten, die ich ja dann bald sein werde. Und ich stelle mir immer vor, es gibt doch so Zeichentrickfilme aus den 60er Jahren, so Sci-Fi-Zeichentrickfilme. Aha. Da kommen dann irgendwelche Hände aus der Bahn, heben mich hoch, setzen mich auf meinen Platz und dann kann ich dahin fahren, wo ich will. Die Bahn bringt mich wieder zurück. Also sowas stelle ich mir vor. Wenn ich in dem Alter bin, dann hoffe ich, dass die BSAG das verwirklichen kann. So eine Art kann. Straßenbahndrohne dann für Passagiere. Ja. Ich träume mit Ihnen, liebe Silke Hellwig. Und bis dahin lesen wir alle kräftig den Weserkurier. Herzlichen Unbedingt. Dank. Ja? Ja. Dankeschön. Das Danke. Ist Ihr Applaus. Und wir machen weiter mit den Zollhaus-Boys. Ja, denn Mobilität bedeutet ja noch viel, viel mehr als von A nach B zu fahren. Mobilität bedeutet natürlich auch, wach und flexibel vielleicht zu sein im Herz und im Kopf. Immer offen auch für Neues. Mobilität kann aber auch bedeuten, ein Zuhause zu verlassen. Irgendwo neu anzukommen. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz gerne die Jungs vorstellen. Einige von Ihnen sind vor einigen Jahren in diese Stadt gekommen, als Unbegleitete, als ganz, ganz junge Flüchtlinge. Sie machen gerne Musik und machen das eben zusammen mit den Zollhaus Boys. Es sind Azad Kur, Ismail Fustuk, Shavan Sheiko und Gerhard Stengert und Pago Balke haben die Zollhaus Boys gegründet. Und in ihren Texten geht es eben auch um Flucht, um Unterwegssein, um Ankommen und Heimat, Mobilität eben, die Zollhaus Boys. Gespräch. Wir verlassen die Bahn. Mein Name ist Azad, ich komme aus Syrien, bin 20 Jahre alt. Ich bin Ismail Fustuk, ich bin 21 Jahre alt, ich bin leidenschaftlicher Musiker. Ich bin Pago Balke und wir haben zusammen vor 4 Jahren die Zollhaus Boys gegründet. Ich habe ein bisschen Schauspiel gemacht und Tanz, also getanzt. Und dann suchte ich Projekte, wo ich halt Deutsch sprechen kann und Kontakte knüpfen kann. Ich bringe gerne mein orientalisches Instrument mit, bringe orientalische Lieder bei der Gruppe, damit die auch so einen anderen Klang haben. Und gleichzeitig spiele ich gerne meinen rockigen, punkigen Sachen wieder.
auch Fluchtgeschichten erzählen wollte, einfach sagen, wie es schwer es war. Beim zweiten, wie der Programm heißt, es geht weiter. Das heißt, es geht nicht nur um Flucht und wie traurig das alles ist, sondern wie es weitergeht, wie wir uns entwickeln, integrieren. Also es gibt immer noch, sag ich mal, Gänsehautmomente. Wir haben einen Song, das heißt No Love. Das redet über so Flucht und das Meer und wie Menschen gesunken sind und alles Dramatische. Und immer noch, wenn ich das höre, krieg immer noch Gänsehaut. So davon. Let's leave, oh, let's leave all our fears. These struggling souls and wounded hearts. This field of mines is the worst part of no love, no love. Es geht sehr viel um persönliche Sachen und persönliche Geschichten, die wir erzählen. Und deswegen erzählen wir aus unserer Perspektive quasi, aus unserem Blick. Da wo alles für mich begonnen hat. Seit diesem Datum bin ich nicht mehr zu Hause und vermisse jeden Stein aus meiner Straße. Am 1.9.2015 stehe ich am Bremer Hauptbahnhof und versuche mit allen möglichen Wegen meine graue Welt wieder bunt zu bemalen. Trotz vieler Baustellen kam ich weiter. Am Anfang war es nicht so dramatisch, denn es war ein neues Land und eine neue Welt. Ich musste die Augen sehr breit aufmachen. Doch irgendwann kam sie wieder, die Sehnsucht nach zu Hause. Hab dies und das gemacht, ey, ich brauche echt eine Pause. Lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen. Ey, lange nicht zu Hause gewesen. Jahre vergehen und ich war lange nicht mehr zu Hause. Wir hatten nichts, doch trotzdem waren wir zufrieden. Egal wie viele Leute man hier kennt und egal wie gut man angekommen ist, das eigene Zuhause hat eine besondere Bedeutung im Herzen und die geht nie weg. Ich frag mich immer, ob ich eines Tages den Gras meiner Räder rauche und die Augen meiner Mutter wiedersehe. Doch irgendwann kam sie wieder, die Sehnsucht nach zu Hause. Hab dies und das gemacht, ey, ich brauch echt eine Pause. Lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen. Lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen, ey, lange nicht zu Hause gewesen. Findet mich hier das Glück, und wenn, wie finde ich dann wieder zurück? Findet mich hier das Glück, und wenn, wie finde ich dann wieder zurück? Lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen, lange nicht zu Hause gewesen. Zollhaus Boys, herzlichen Dank. Mann, mal wieder ein Konzert. Das macht so glücklich. Das ist euer Applaus. Aber Entschuldigung, ich rede von Zollhaus Boys.
What about the girls? Ah, schön. Die Boys verändern sich und nehmen die Frauen dazu. Ist doch schöner mit uns Frauen, oder Celine? Dein Applaus nochmal. Ja, unter die Boys. Ihr Lieben, ich kann euch das Zuhause natürlich nicht geben. Ich kann die Sehnsucht nicht stillen. Ich freue mich aber, dass ihr da seid und dass ihr uns die Musik schenkt. Einer von euch hat Monatskarten gesammelt. Von der Bremer Straßenbahn. Wer war das? Warst du das, Azad? Oder warst du das? Ismail, du hast die gesammelt? Die Sache ist, ich bin Ende August 2015 nach Deutschland gekommen, beziehungsweise nach Bremen. Und erst im September habe ich so mein erstes Monatsticket bekommen. Und seitdem sammle ich sie irgendwie. Aha, und du hast sie alle mit? Wie schön. Ich habe sie lustigerweise alle mit, so seit 5 Jahren. Okay, hat sich der Preis geändert? Teilweise. Okay, ist teurer geworden. Ein bisschen. Du kommst auch aus Syrien. Gebürtig. Aus Aleppo, genau gesagt. Aus Aleppo. Gibt es Straßenbahnen in Aleppo? Es gab mal in den 60er, 70er, aber jetzt zur Zeit nicht mehr. Okay. Und lieber Herr Pago, Sie haben die ganzen, Sie haben alle zusammengebracht. Nicht alleine, mit dem Gerald zusammen. Werden wir denn die Zollhaus Boys und Celine, ja, featuring Celine, nochmal live erleben? In diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr, muss man ja sagen. Wir haben ja alle Musik vermisst. In diesem besonderen Jahr werden wir in der Shakespeare Company am 9. Oktober 2 Vorstellungen machen, alle immer schön mit Abstand, dass man sieht, wer Single ist und wer Paar ist. Und deswegen, da machen wir eine Nachmittags- und eine Abendvorstellung. Das ist uns immerhin vergönnt. Wir hatten eine Open-Air-Vorstellung und eine andere Open-Air-Vorstellung ist wegen Corona abgesagt worden. Okay, aber geprobt habt ihr trotzdem weiter in der Zeit. Ja, also ihr habt euch gesehen und ohne Musik geht es dann eigentlich auch nicht, oder? Herzlichen Dank. Wir hören euch nachher nochmal. Die Zollhaus Boys. Euer Applaus. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. So, ihr Lieben. Ich möchte jetzt ganz gerne den nächsten Paten ankündigen. Und es gibt eigentlich niemanden in Bremen, der ihn nicht kennt. Es ist unser Altbürgermeister Henning Scherf. Er gilt natürlich immer als bürgernah. Er ist unglaublich mobil, entweder immer auf seinem Fahrrad unterwegs und im Kopf sowieso. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir Henning Scherf als Paten heute für unser Rollout tatsächlich gewinnen konnten. Und der Countdown läuft, Leute, für unser Nordlicht. Jetzt aber erstmal Henning Scherf. So ist er bundesweit berühmt geworden. Als radelnder Bürgermeister. Henning Scherf. Seine ersten Jahre verlebt er in der Bremer Neustadt gemeinsam mit seinen 6 Geschwistern. Nicht nur dort sucht Henning Scherf immer wieder den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Er hat mich schon als ganz kleiner Junge, so als Baby, als wir im Bunker mussten im Krieg, da hat er richtig uns geschützt. Die 60er Jahre. Beat und Rockmusik kommen in die Clubs. Und Rudi Dutschke als Wortführer der Studentenbewegung macht in der Lila Eule Politik. Henning Scherf studiert derweil fleißig, promoviert in Rechtswissenschaften und heiratet früh Luise. Gemeinsam bekommen sie 3 Kinder. 1963 tritt Henning Scherf in die SPD ein. Keine 10 Jahre später ist er bereits Vorsitzender. Als Jugendsenator Anfang der 80er polarisiert er. In Nicaragua tobt ein Bürgerkrieg. Scherf fährt trotzdem hin, um als Erntehelfer die linke Regierung zu unterstützen. Aus dem linken Idealisten wird 1995 Bremens Bürgermeister, der mit der CDU koaliert. Neben dem politischen Alltagsgeschäft macht Henning Scherf vor allem als volksnaher Landesvater Eindruck. Er ist enthusiastischer Werder-Fan. Ich fahre da immer mit dem Fahrrad, stelle mich dann immer mitten zwischen die Fans in die Ostkurve. Und wir feiern gemeinsam die Tore, wir klatschen uns ab. Manchmal wollen sie mir ein Bier mit ausgeben, nun trinke ich kein Bier. Dann sage ich immer, leider kann ich nicht. Kommen sie mit Wasser an, dann sage ich, trinke aber nur heißes Wasser. Heißes Wasser trinken. Das ist typisch für Henning Scherf. Genau wie das augenzwinkernd Oma-Knutschen genannte Umarmen. Mein Vater ist immer sehr auf die Leute zugegangen, hat sie am liebsten immer in den Arm genommen, das habe ich von ihm geerbt. Und hat dann immer gefragt, wie geht's denn der Oma und wie geht's denn dem Opa? Henning Scherf kämpft für ein aktives und selbstbestimmtes Altern, schreibt Bücher und macht weiterhin Werbung für seine SPD. Henning Scherf ist unermüdlich unterwegs. Und das mit bald 82 Jahren.
Wie schön, Sie in der Bahn zu sehen. Ja. Wie geht es Ihnen denn als Pate heute an diesem besonderen Tag für die Stadt? Auch mir gefällt das sehr, dass es wieder, dass in die Straßenbahn investiert wird und dass darauf geachtet wird, dass die Nutzer wirklich auch damit unterwegs sind dann tatsächlich. Attraktives Angebot finden und dass es auch unübersehbar wird. Also ich habe das Gefühl, diese neuen Bahnen, die sind so groß und so gigantisch, da kann man gar nicht drüber weggucken. Und da muss man, wenn man sich bewegen will, mitmachen. Man, und das man ist schön. Kann gar nicht anders fahren. Ja, und das ist Sie schön. Sind ja, wir kennen Sie ja als Radfahrer, wir sind beide begeisterte Radfahrer. Ihr Fahrrad steht ja hinten mit drin hier, das haben wir gut geparkt in der Straßenbahn. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Modell, was wir noch kennen, was durch Bremen gefahren ist. Glauben Sie denn, dass sich Mobilität dann eben hoffentlich auch verändert? Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Prozess, der seit langem läuft. Also ich habe in meinem Kopf noch im Kriege die Straßenbahn hier erlebt. Das waren alles kleine Fahrzeuge und die hatten große Probleme, durch die zertrümmerte Stadt zu fahren. Und dann habe ich beobachtet als Schüler, wie das von Mal zu Mal größer wurde. Und als diese eingeführt wurden, 54 war ich auch noch Schüler, da fand ich das. Das ist die Zukunft. Ja. Und das ist das neue Gesicht von Bremen. So wollen wir wahrgenommen werden als Leute, die über den öffentlichen Nahverkehr die Menschen einladen, mitzumachen und nicht sich zu verstecken oder in ihren Autos zu verkriechen. Und heute ist wieder Zukunft. Heute kommt die neue Bahn und man muss natürlich auch sagen, auch beruflich hatten Sie ja eine Verbindung mit der Bahn. Als Sie als Rechtsanwalt in dieser Stadt angefangen haben, gab es ja noch die Nachwehen dieser Proteste rund um die Fahrpreiserhöhung bei der Bahn. Damit hatten Sie dann ja als Jurist zu tun. Ja, ich habe zwar keinen vertreten von denen, die da beteiligt waren, aber ich habe das miterlebt. Okay. Ich bin extra nach Bremen zurückgeholt worden, um das aufzuarbeiten, was bei den Straßenbahnunruhen so alles an Bruch und an Kaputten und an Scherben zurückgelassen worden ist. Und ich habe dann mit dem Senator Löwert und mit dem Senatsdirektor Klischis, meinem Freund Waldemar Klischis, und mit dem Bürgermeister Koschnik, wir haben dann versucht, sowas wie ein positives Image der Straßenbahn zu fördern. Und das ist aufgegangen. Also wenn man auf das Image heute guckt, dann ist das auf jeden Fall aufgegangen. Ja, ja. Nutzen Sie denn privat auch die Bahn? Haben Sie sowas wie ein Monatsticket oder ein Jahresticket? Ja, wir haben diese Bob-Geschichte, die man so einkaufen kann und wo man dann, die kann man dann so lange nutzen, bis es abgefahren ist. Und ich benutze das immer nur, wenn ich mit dem Rad nicht klarkomme. Also wenn ich Regen habe und ich muss nach Bremen-Nord oder ich muss nach Mahndorf oder ich muss weite Strecken fahren. Und haben Sie das Gefühl für die ältere Bevölkerung in unserer Stadt, ist das alles, wir versuchen ja immer mehr barrierefreie Bahnen eben auch zu konstruieren, wunderbar. Dass das wunderbar ist und dass das funktioniert auch für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr solche Stufen dann steigen können, wie diese Bahn hier noch hat? Ja, ich glaube, das ist nicht nur für die Rollstuhlfahrer ein Segen, sondern das ist auch für die, die mit ihrem Rollator sich durchschlagen und nicht aufgeben. Und die kommen leichter in diese Bahnen und das ist für die ein attraktives Angebot. Ich beobachte auch, dass es eine große Zahl von noch mobilen Alten gibt, die treue Kunden der Bremer Straßenbahn AG sind und die zuverlässig sind und die auch dafür sorgen, dass es ein gutes Klima gibt. Das sind ja friedliche Leute. Ja, das stimmt. Die sind neugierig auf die da mit ihnen fahren. Manche
führen Gespräche. Also wenn ich in der Straßenbahn fahre... Wenn nicht alle aufs Handy gucken, dann gibt es ja die Chance für Gespräche. Wir reden ständig miteinander ja, und wir erzählen uns über viele Bänke hinweg unsere Geschichten. Und das hat was sehr Kommunikatives. Also das ist sehr, sehr herzlich. Das ist eine Gelegenheit, ohne großen Aufwand und ohne großes Primbamborium sich ein Stück näher zu kommen. Ja. Ich finde das ganz wichtig. Also es gibt ja Lieben, die angefangen haben, Ehen vielleicht sogar in Straßenbahnen. Es gibt Geschichten über Kinder, die in Bremen in der Straßenbahn geboren worden sind. Ja. Und dass Sie nach wie vor beliebt sind und angesprochen sind, da bin ich mir ganz sicher. Lieber Henning Scherf, ich wünsche Ihnen Gesundheit. Ich wünsche Ihnen jeden Tag ein großes und ein kleines Abenteuer und dass Sie glücklich und gesund sind. Herzlichen Dank, dass sehr, Sie unser Partner sehr. Sind. Ich wünsche Ihnen das übrigens genauso. Und all denen, die uns zugehört haben, die sollen bitte sehr einbezogen alle, sein. Alle, die da draußen sitzen. Ja. Also Sie machen ja nur kurz Stopp, aber da sitzen wünsche einige, allen, die winken. Dass es Ihnen gut geht und dass Sie auch diese Zeiten gut überstehen. Genau, die, ja, kuschen können Pandemie. Wir jetzt nicht. Hätten wir beide sonst gerne gemacht, aber da müssen wir, das müssen wir Nein, nachholen. Wir müssen auf Abstand. Müssen wir nachholen. Ja. So, jetzt machen wir weiter mit einer jungen Frau, die einen ganz tollen Beruf hat. Auf jeden Fall jeder, der gerne Bier trinkt und der gerne feiert, müsste eigentlich von der Union Brauerei Doreen Gaumann kennen. Wer nicht, lernt sie jetzt kennen. Ja, ich bin Doreen Gaumann, 29 Jahre alt und Braumeisterin hier in der Freien Brauunion Bremen. Damals war es tatsächlich ein Sechs-Sam-Lotto. Ich war mit der Meisterschule ja dann durch und dann war es ein nahtloser Übergang zu der Stelle hier in Bremen. Also wäre die Brauerei nicht gewesen, hätte es mich wahrscheinlich woanders hingezogen. Als ich damals 2015 hier angefangen habe, gibt es ja immer zwei Seiten. Die eine, die natürlich einen unglaublich hypen, weil man als sehr junge Braumeisterin dann auch hier anfängt. Und dann gibt es natürlich aber dementsprechend auch die Kritiker. Obwohl ich tatsächlich immer sagen muss, dass die positive Seite stets überwogen hat. Ich würde es in dem Fall gar nicht tatsächlich nur auf den Bremer Biermarkt beziehen, sondern im Allgemeinen. Ich denke, die Craft-Bier-Bewegung hat eine Menge dafür getan, weil man generell offener geworden ist, nicht nur Bierstilen gegenüber, sondern auch den Leuten dahinter. Und ich denke, das hat durchaus einen positiven Einfluss gehabt, dann auch als Frau wirklich Fuß zu fassen und anerkannt zu werden. Also mein tägliches Aufgabenfeld als Braumeisterin ist zum Teil die Rohstoffbeschaffung, dann natürlich das Brauen, Abfüllen, also die komplette Bierherstellung. Mich reizt am Bierbrauen, aus vier Zutaten unheimlich viel machen zu können und selbst wenn ich nicht bei den vier Zutaten bleibe, eine relativ große Spielwiese zu haben. Ich war ja letztes Jahr in Belgien und konnte mir da ja auch noch andere Bierstile anschauen und wie die gebraut werden und die Vielfalt ist unglaublich. Und dann schmeckt sie auch noch. Ich habe hier gerade unser Swobby IPA. Das ist ein gestopftes Bier. Das bedeutet, im späteren Prozessschritt, wenn das Bier schon vergoren ist und kühl ist, geben wir noch einmal Hopfen dazu und dann ist das Aroma pur. In dem Fall jetzt sehr fruchtig. Es ist ja kein Geheimnis, dass man in diesem Job Bier trinkt. Fahrradfahren ist dann auch nicht immer und deswegen nehme ich dann doch gern die Straßenbahn. Die steige ich hier vorne ein, kann direkt vor meiner Haustür wieder aussteigen und dann bin ich zu Hause. Super safe. Hier mal kurz auf den Bremer Marktplatz gerollt. Wie geht's Ihnen? Ach, sehr gut. So, Gesellenabschluss in Bremen gemacht, dann Braumeisterin in München geworden. Wir müssen mal kurz über Bier sprechen. Einmal in Bayern und einmal in Bremen. Gibt's einen Unterschied? Total. Ja? Ja. Welches schmeckt besser? Wir sind im Norden. Norddeutsch, definitiv. Definitiv. Nee, erzähl mal, was ist der markanteste Unterschied? Die Brauereidichte. Die Brauereidichte und so, doch, Norddeutsch ist schon bitterer auf jeden Fall, ne?
Okay, was muss man für ein Typ sein, dass man norddeutsches Bier mag? Muss man das von Anfang an kennen oder kann man da auch später ein bisschen rangeführt werden? Ja, definitiv auch später. Das passt schon. Was liebst du denn am Bier? Was ich an Bier liebe? Die Vielfalt vor allem. Ja. Was macht die Vielfalt aus? Wie kommt die zustande? Ich würde jetzt als Laie sagen, Hopfen ist Hopfen, ist ja immer Hopfen drin. Aber da schüttelst du den Kopf. Ja. Nee, es sind halt eben die vier Zutaten, ne, in denen wir sehr Nenn viel rum. Ja, Malz, Hopfen und die Hefe. Und das sind die wesentlichen, die wir ständig verändern können und mit denen wir dann sehr viele unterschiedliche Biere kreieren können. Okay, jetzt ist man ja als Braumeisterin nicht in einem beruflichen Umfeld wahrscheinlich, wo es ganz viele andere weibliche Kolleginnen gibt, oder? Werdet ihr mehr? Es wird immer mehr. Ja, ich hatte das Glück, vor ein paar Tagen noch meine damalige Praktikantin zu treffen. Und in der Klasse sind es mittlerweile 6 Mädels. Okay, also es werden immer mehr Frauen und das ist ja auch toll. Und bei der Bremer Straßenbahn war es ja nämlich auch mal so. Am Anfang waren dann nur die Herren, die Straßenbahn dann fahren durften und es waren nur ganz wenige Frauen. Aber Bremen war ganz weit vorne und hat dann Anfang der 70er angefangen, auch Frauen auszubilden. Also nur, damit du ganz kurz weißt, du bist nicht alleine. Kurzer Flashback in die 70er. Hätten Sie das gedacht? Ich bin nämlich seit 3 Jahren Straßenbahnfahrerin. Augenblicklich sind wir in Bremen mit 10 Fahrerinnen. Vor 11 Jahren bin ich als Schaffnerin angefangen. Die anderen waren auch alle Schaffnerinnen, genau wie ich. Und 2 sind noch in der Ausbildung. Es ist eine gründliche Ausbildung. Nach einer vorhergehenden medizinischen und psychologischen Eignungsprüfung gibt es theoretischen Unterricht. Und dann nehmen sich erfahrene Fahrmeister der Damen an. So, meine Damen, Sie brauchen hier keine Angst zu haben. Hier wird nur das geübt auf diesen Wagen, was uns tatsächlich auf der Strecke passieren kann und die Fehler, die wir selber beheben können. Für uns alle war die Zeit auf den Leerwagen, unsere grünen Männer, die schönste Zeit. Drei Monate dauert die Ausbildung, 6 Stunden pro Tag. In der Zeit sind sie etwa 4000 Kilometer gefahren, dann sind sie fertig. Am Anfang hatten die Kollegen ja Zweifel. Aber inzwischen haben sie gemerkt, wir können es genauso gut. Schließlich habe ich ja 800 männliche Kollegen. Man muss auf sehr vieles achten. Sondersignale, Weichen, Straßenverkehr, Publikumsverkehr an den Haltestellen, Kassengeschäft. Was soll ich wieder machen und dann wieder aussteigen? Ja, ich kann ja im Wagen noch mal nachfragen oder gucken Sie noch mal zu, ob Sie kleines Geld haben. Das hätte er sich sparen können, durch den Vorverkauf oder durch das bargeldlose Abonnement. Ich fahre Kurzdienst. Für diejenigen, die Familie haben, ist das eine ideale Sache. Nach solch einer Tour in der Verkehrsspitze weiß man, was man getan hat. Trotzdem macht es Spaß und ich würde nicht tauschen. Und meine 3 Mädels sind stolz auf mich und meinen Mann auch. Das war wichtig, dass der Mann dann auch stolz auf einen ist. Ne? Aber die Straßenbahnfahrerinnen, die ja einen ganz tollen Job machen, nicht nur damals, sondern über all die Jahrzehnte und eben auch heute, haben ja nochmal gesagt, es gibt Fehler, die man eben auch machen kann oder worauf man achten muss. Was ist der größte Fehler, den man als Braumeisterin machen kann? Dass das Bier nicht schmeckt. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich keine Kundschaft. Völlig falscher Geschmack. Jetzt hast du ja die Union Brauerei praktisch wieder zum Leben erweckt. Was waren denn die schwierigsten Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg bei diesen Craft-Bieren? Naja, es waren ja schon, was heißt Stolpersteine, aber ich habe zum Beispiel am Dienstag mein 5-Jähriges. Und wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, wir haben ja auf einer Baustelle damals angefangen, nach und nach diese Brauerei zu entwickeln. Und man fängt ja immer wieder bei Null an. Man hat ja nichts, was man irgendwie übernehmen kann und einfach nur weiterentwickelt. Und läuft halt nicht immer alles rund, ne? Da macht man auch mal Fehler und dann fängt man wieder von vorne an. Genau, und man lernt dazu, auf jeden Fall. Ja. Was ist denn das Schöne an diesem Beruf, der ja doch sehr außergewöhnlich ist? Ich kann mir vorstellen, wenn du auf einer Party sagst, ich bin Braumeisterin, dann gucken erstmal alle. Ja. Der Job ist extrem vielfältig und das
weiß ich so zu schätzen. Also ich weiß genau, morgen ist Montag, ich weiß ungefähr, was ansteht, aber es wird nicht dabei bleiben. Und das freut mich jetzt schon mega. Okay, also das ist so ein bisschen auch, als wenn man Straßenbahn fährt und man weiß dann nicht, ne, was, wer steigt ein, was kann dann passieren. Was war denn das Besondere daran, heute Patin zu sein bei diesem Rollout? Ja, das Besondere ist einfach, dass es ja auch die Straßenbahn eine Geschichte hat und dass man jetzt ja Teil davon sein kann. Es entwickelt sich da auch immer weiter. Ich meine, heute können wir das Nordlicht einweihen und ja, das ist schön. Ist so ein bisschen wie neues Bier, ne? Ja. Und Bahnfahren und feiern ist ja auch ganz schön. Das hast du ja am Ende gesagt. Wir haben uns vorher schon gesehen, deswegen duzen wir uns jetzt hier beide. Aber du hast natürlich auch gesagt, klar, hält vor der Brauerei, hält dann zu Hause, eigentlich optimal. Das heißt, du bist tatsächlich eben auch Bahnfahrerin hier in Bremen. Mit welcher Linie? Mit der 2 und mit der 10. Mit der 2 und mit der 10. Ja, herzlichen Dank, Doreen Gaumann, und vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg mit der Union Brauerei. Und wir sind alle neugierig auf die Craft-Biere. Ja, vielen Dankeschön. Dank. Und ja, unser nächster Pate ist, glaube ich, jemand, der ganz gut feiern kann und der auch weiß, was es heißt. Wie in diesen Corona-Zeiten während Covid-19 es den Musikern der Clubszene in unserer Stadt im Umland geht. Und freuen Sie sich bitte jetzt auf Flo Mega mit Fetisch. Er ist in den Clubs von Bremen zu Hause. Ich bin Florian Bosum, geboren 79 in der Neustadt. Bin den Weg des freischaffenden Künstlers, Musiker, Entertainer, Texter, Komponist gegangen und bei Flo Mega rausgekommen. Ich bin Schon immer drängte es ihn ans Mikrofon. Erst mit Hip-Hop, dann mit Soul. Ständig ist er unterwegs, außerhalb von Bremen, aber gerne auch in seiner Heimatstadt. Ich fahre in der Tat viel Straßenbahn. Ich fahre auch gern Fahrrad, aber ich fahre auch viel Straßenbahn, weil ich nie einen Führerschein gemacht habe. Musik bedeutet, meinem Leben ein Gefühl zu geben, sagt Flo Mega. Schön, dass wir an seinem Leben teilhaben können. Die Klamotten von gestern ziehe ich euch nochmal an. Deine Klamotten fliegen raus, meine bleiben drin. Ich werd mir Sushi bestellen, obwohl ich pleite bin. Deine Freunde werden glauben, dass ich scheiße bin. Meine Freunde werden heute mit mir feiern gehen. Ich hab überall Haare von dir gefunden, die langen von oben und die kleinen von unten. Ich werde fegen und wischen, bis alles toppy ist. Wir sind durch mit dem Thema, wie Fax und Floppy Disk. Ich geb den restlichen Reserve in die Spüle rein. So schwach kann Liebe und so stark können Gefühle sein. Du hast geglaubt, dass ich fremdgehe und ein Pascha bin. Nur weil ich dicke mit Alexa und Natascha bin. Ich werde keine Kinderspiele mehr spielen. Ich brauch die Energie, um Geld zu verdienen. Fertig. Ich dreh auf, ich mach laut. Hab nen Helikopter im Bauch. Ich gehe nicht dran, wenn du callst. Und wenn dein Telefon nicht klingelt, bin ich da. Fertig. Ich dreh auf, ich mach laut. Hab nen Helikopter im Bauch. Ich lehne nicht an, wenn du kaufst und wenn dein Telefon nicht klingelt, bin ich da. Fertig! Flo Mega in Bremen! Herzlich willkommen! Moin. Mein Gott, du hast so doll gegen die Scheibe gebollert da. Ich dachte schon, dein Ellbogen kommt vor dir raus aus dem Zug. Mein Mundwerk hat sehr viel Muskulatur und meine Beine auch, damit, wenn ich zu viel Mist rede, schnell wegrennen kann. Alles ab hier ist harmlos. Okay. Darum, mein Bizeps wird es nicht hinbekommen, so eine Scheibe rauszutreten. Genau, aber willensstark musstet ihr sein, schon in den letzten Monaten. Ich habe es eben ganz kurz nochmal angekündigt in der Anmoderation. Es ist eine harte Zeit, nicht nur in unserer Stadt hier in Bremen, sondern in allen Städten in unserem Land weltweit, für die Clubszene, für die Partyszene, für Musiker. Was heißt das als Vertreter der Szene? Ich habe Jobs bekommen, Autokino-Jobs, Picknickkonzerte. Ich persönlich, für meine Situation sprechend, kann mich nicht so beklagen, aber die Situation ist sehr kaleidoskopisch. Also in dieser Krise nimmt jeder das individuell wahr und es kommt darauf an, ob man sehr an seinen Status festhält oder ob man spontan
ist und vielleicht etwas Neues beginnt. Mhm. Also das ist natürlich sehr romantisch ausgedrückt, aber in meinem Falle oder in meinem Beruf, den ich gewählt habe, in meiner Struktur, in meiner Notwendigkeit als Künstler, bin ich gewohnt zu schwimmen. Okay, also du bist bereit für Flexibilität, ja, und du bist bereit, auf Situationen zu reagieren. Ja. Aber für viele war es natürlich und ist es eben auch noch eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil eben keine Auftritte, keine Autokino-Konzerte da waren. In die Clubs kam man immer noch nicht wieder zum Tanzen, um ein bisschen Energie dann abzulassen. Das heißt, würdest du sagen, du hast die Zeit kreativ dann tatsächlich auch nutzen können für dich? Ja, sehr. Also ich glaube, viele meiner Kollegen auch. Ich denke, dass es, dass viele ein Album gemacht haben, und um im nächsten Jahr sich damit mit dem Produkt aufstellen zu können im Live-Geschäft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele jetzt eins machen und vielleicht noch eins machen im nächsten Jahr. Und das wird auf jeden Fall ein heftiges Rat Race. So. Genau. Aber man muss es auch nicht dramatisieren. Ja. Also ich merke, du bist da relativ entspannt, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass du vor ein paar Tagen einer Frau einen Heiratsantrag gemacht hast, die vielleicht einen Führerschein hat, weil du fährst ja viel mit der Bahn, weil du kannst gar nicht Auto fahren. Ich kann nicht Auto fahren, nein. Kann denn deine zukünftige Auto fahren? Also ich kann Auto fahren, aber ich habe keinen Führerschein. Also gut. Ich kann wirklich Auto fahren, aber ich habe... Das wollen wir nicht austesten. Kontrolle, wer könnte da ein bisschen eng werden? Kupplung, erster Gang und... Ja, aber du bist auch mit der Straßenbahn unterwegs. Ich fahre viel Bahn, ja. Ich fahre Rad und Bahn. Ich bin Bio. Okay. Ja. Und wir hören jetzt noch was von dir. Gerne. Und David Molina ist mit dabei. David Molina. Die wirklich wichtigen Dinge. Die wirklich wahren Dinge. Die wirklich wahren Dinge. Ja. Das ist natürlich zum einen die Liebe zur Kunst, zur Musik. Ja. Und die Liebe zur Musik von Flo Mega. Yes, Sir. Genießt es. Vielen Dank. Wahren Dinge im Leben brauchen keine Worte, um sich zu beschreiben. Brauchen keine Lieder, keine Lobeshymnen. Sind einfach nur hier um uns herum und in jedem. Die wirklich wahren Dinge im Leben brauchen keine Worte, um sich zu beschreiben. Brauchen keine Lieder, keine Lobeshymnen. Sind einfach nur hier um uns herum und in jedem. Hey! Schau in den Fluss und sag mir, was du siehst. Jeder Strudel, jedes Geräusch, das er gibt, ist ein Poem nur für dich. Denn die wirklich wahren Dinge im Leben brauchen keine Worte, um sich zu beschreiben. Brauchen keine Lieder, keine Lobeshymnen. Sind einfach nur hier um uns herum in jedem. Die wirklich wahren Dinge im Leben brauchen keine Worte, um sich zu beschreiben. Brauchen keine Lieder, keine Lobeshymnen. Sind einfach nur hier um uns herum und in jedem. Hey, ich schau auf das Meer und sag mir, was du siehst. Und was auch immer es zurück an den Strand spült, nehme ich an dich. Denn die wirklich wahren Dinge im Leben brauchen keine Worte, um sich zu beschreiben. Brauchen keine Lieder, keine Lobeshymnen. Sind einfach nur hier um uns herum und in jedem. Badum ding dong ding dong, badum ding dong ding dong, badum ding dong, ding dong, du ding badum badum ding dong ding. Was es ist, gibt es ein Problem, wenn wir die Lösung eigentlich selber sind? Let me say it one more time, yeah. Hör dir die Menschen an, yeah. Und sag mir, was es ist. Gibt es ein Problem, wenn wir die Lösung eigentlich selber sind? Die wirklich wahren Dinge. Flo Mega und David Molina. Herzlichen Dank an euch beide. Dankeschön.
Ja, Till Mette hat einen so fantastischen Beruf. Dieses Talent hätte ich auch ganz gerne. Er ist nämlich Cartoonist und hat dieses unterhaltsame, ironische, diesen liberalen, augenzwinkernden Blick immer auf unser gesellschaftliches, auf unser politisches Leben, nicht nur in dieser Stadt, sondern eben auch bundesweit. Klar, damit kann man natürlich Cartoonistenpreise gewinnen. Man kann damit veröffentlicht werden im Weserkurier und im Stern. Aber man wird damit eben auch Pate beim Rollout. Und freuen Sie sich jetzt auf Till Mette. Sie gehören für die Bremerinnen und Bremer zu Kaffee und Frühstücksei. Die Zeitungskarikaturen von Till Mette. Lustig, spitz und kritisch in alle Richtungen. Ich zeichne ja sozusagen für oder gegen alle, also für die SPD, für die Grünen, für die CDU und gegen alle gleichzeitig. Das heißt, die werden alle irgendwie auf eine gleiche Art bedient. Geboren in Bielefeld ist Till Mette mit Bremen eng verbunden. Hier hat er studiert. Hier hat er 1985 die Taz mitgegründet. Und aus dieser Redaktion kommen sogar Aufträge per Fax über den großen Teich, als es den Lockenkopf in den 90ern nach New York zieht. Nicht ganz einfach, sich dort in Bremer Themen einzufinden. Ich habe noch nicht mal Ahnung, was Lohnfortzahlung ist. Wenn man ein Freiberufler ist, weiß man ja gar nicht, was Lohnfortzahlung ist. Was hat denn die Lohnfortzahlung mit Pollenflug zu tun? Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Das ist sozusagen autografisch hier nicht unterscheidbar gemacht. Doch egal, wie verzwickt das Thema, am Ende des Tages ist ihm noch immer was Originelles eingefallen. Mittlerweile lebt Till Mette in Hamburg, kommt aber regelmäßig an die Weser. Als Karikaturist für den Stern und den Weserkurier ist er politisch immer am Ball. Till Mette ist ein Bremen-Kenner und auch ein Bremen-Liebhaber. Der wunderbare Cartoonist Till Mette. Mein Gott, lieber Till Mette, da sitzt eine Frau am Steuer bei Straßenbahn. Ich weiß das gar nicht, die hatte so einen Speed drauf. Wir hatten eben Angst, dass sie vorbeifahren. Weil da eine Frau am Steuer sitzt? Nein, einfach nur, weil sie so schnell, sie ist die Erste, die mal richtig hier mit Speed rangekommen ist. Das fand ich gut. Ja, ein Applaus für die Straßenbahnfahrerin, die hier richtig mit Schmackes rangekommen ist. Aber jetzt wirklich eine wahre Geschichte. Ich bin als 16-Jähriger, ich komme gebürtig aus Bielefeld, bin als 16-Jähriger mit einem Freund nach Bremen getrennt. Und wir sind irgendwo in der Pampa, Habenhausen oder sowas, hängen geblieben. Und da mussten wir mit der Straßenbahn in die Stadt rein. Und da habe ich das erste Mal eine Straßenbahnfahrerin gesehen. Das war 1972. Ja, genau. Und da haben wir gerade also eben deswegen Beitrag mich wundert, dass die nach 40 Jahren jetzt noch über eine Straßenbahn fahren. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, als so. Wir hinten in der Bahn saßen, ich in der Bahn. Dass am Anfang das der 70er gehört. Eben die Frauen eigentlich erst ausgebildet worden wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich habe ich die erste Frau damals da gesehen, die das gemacht hat. Das kann sein. Sie waren dabei. Fahren Sie denn oft mit der Bahn oder Nein. eher nicht? Ist das in Hamburg gibt es keine Straßenbahn. Meine Töchter ärgern sich immer, wenn ich zur S-Bahn Straßenbahn sage. Aber ich muss ja nur vom Bett an den Schreibtisch gehen. Und das wäre ja Quatsch, wenn ich da eine Straßenbahn nutzen Sie haben, haben den Arbeitsplatz. Eignet sich denn der öffentliche Personennahverkehr ganz gut? Als Thema für zum Zeichen? Ja, klar. Warum? Ich meine, hier sitzen lauter Mitarbeiter. Denen gehört das ja alles hier. Die kennen und, das. Die kennen den Wahnsinn. Naja, also ÖPNV ist ein großes Thema, wird zunehmend ein großes Thema und habe ich auch x-mal gezeichnet. Also macht auch Spaß, das zu zeichnen. Aber, ach, die sind schon so weit? Ja, die sind schon so weit. Hinter uns passiert was. Haben die schon gemalt oder ja, was? Ja, ja, sie können ganz ruhig bleiben. Die sind schnell. Ist Silke Helwig noch hier? Ich weiß nicht, ob ich morgen noch einen Job habe. Die Azubis machen das dann. Die Chefredakteurin des Weserkuriers wird, glaube ich, nicht auf ihre Cartoons verzichten wollen. Ich garantiere Ihnen jetzt mal den Job.
Machen Sie sich. Sie sind aber mächtig. Ja, das darf man nicht unterschätzen hier. Ne? Nein, ist natürlich nicht so, aber am Ende ist es ja etwas, das diese Zeichnungen dann auch mit uns machen. Die nisten sich ja ein in unseren Köpfen, ihr Blick auf die Welt. Das ist ein bisschen gemein, Herr Mette, was Sie da manchmal mit uns machen beim Frühstückstisch. Aber ich wohne ja nicht in der Stadt. Ich muss ja die beleidigten Gesichter nicht jeden Tag sehen. Ach so, also das ist Ihr Trick. Das ist Ihr Trick. Ja schön, in Hamburg kennt mich keiner. Ich fahre, wenn ich da S-Bahn fahre, sieht mich keiner. Das wäre anders, wenn ich hier in Bremen wohnen würde. Ja, deswegen allerdings. Wahrscheinlich werden dann die Zeichnungen nicht so gemein. Aber wie ist das denn? Sie sind ja ein weltoffener Mensch. Sie haben in New York gelebt, das haben wir eben im Beitrag gesehen. Sie sind jetzt in Hamburg. Wenn man auf dieses Dorf mit Straßenbahn dann mit Ihrem Blick von außen immer wieder guckt, und das müssen Sie ja auch, wenn Sie dann für einen Weserkurier zeichnen, was fällt Ihnen immer wieder auf an Bremen? Was verbinden Sie mit dieser Stadt? Also ehrlich gesagt, was mir wirklich auffällt, ist genau diese Art der Einleitung, dass man sagt, Bremen ist ein Dorf mit Straßenbahn. Und das habe ich nie so empfunden. Aha. Das war in meiner Zeit, als ich in Bremen war, war Bremen immer die Teststadt für Produkte. Oder da wurde, weil sozusagen der Proport in Bremen so war. Und ich habe Bremen immer als auch eine Zukunftsstadt gesehen, wo Sachen probiert werden können. Das ist in den letzten Jahren weniger geworden. Also gerade, das tut mir auch leid, bei Radio Bremen, die finde ich leider ziemlich langweilig geworden. Sollte spannender sein, aber Bremen war immer auch eine Teststadt für neue Sachen. Mhm. Und aber leider deswegen, Vergangenheit, wie wir gerade merken. Also das heißt, Sie würden sich den Schwung wieder für heute wünschen. Naja, ich bin hier auch nicht, meine Frau wollte nicht nach Bremen, deswegen bin ich nicht nach Bremen gezogen. Und ich meine, wenn man als Familie irgendwo leben will, und ich muss sagen, ich lebe super gerne in Hamburg, also das ist nicht so, dass ich da nicht gerne wohne. Aber okay, aber Bremen hat ja einen kleinen Platz wahrscheinlich auch irgendwo in Ihrem Herzen. Klar. Jetzt wollen wir nämlich mal, weil Sie hinterlassen ja Spuren in dieser Stadt, habe ich ja eben schon ein bisschen angedeutet. Wir hatten hier eben einige Staffeleien, die sind jetzt alle schon leergeräumt. Da waren die Azubis der Bremer Straßenbahn AG dran. Emma, kommen Sie doch noch mal mit zu uns. Alle Kollegen sind schon drin. Was habt ihr denn da gemacht? Also wir haben unten die Füße rangeklebt. Die Füße kleben dran, okay. Ja. Unten. Herren und Frauen, Füße, einige haben gar keine Schuhe an, High Heels und Hühnerfüße sehe ich auch. Und das heißt, ihr habt das gezeichnet oder hat Till Mette da irgendwas mit zu tun? Der lacht nämlich so. Ich glaube, der steckt da irgendwie mit drin. Ja, der hat damit zu tun, er hat die Füße gemalt. Aha. Und die Bilder hat er auch schön gemalt. Okay, also wir sehen Gesichter aus der Bremer Straßenbahn, alle schön mit Maske, lieber Tim Mette, sehr aktuell. Kann man da noch eine Folie abreißen, dass man dann auch durchguckt oder man nimmt die Außenwelt dann gar nicht mehr wahr, Till? Ist dann wie das technisch gemacht ist, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Okay, Sie haben die Vorlage geliefert, das klebt jetzt dran. Aber gefällt es Ihnen denn so, wie es ist? Ich meine, Sie sind ja der großen Applaus für die Zeichner. Ja, muss man auch mal sagen. Eure Talente sind wirklich vielfältig. Sag mal ganz kurz, ihr seid im wievielten Jahr als Auszubildende? Ich bin jetzt gerade im zweiten Lehrjahr. Und was lernt man außer Zeichnen, wenn man eine Ausbildung macht bei der Bremer Straßenbahn? Also man lernt natürlich sehr viel Selbstbewusstsein aufzubauen, ein gutes Klima zu entwickeln. Wir haben ein sehr schönes Klima in der Firma. Und das heißt, ihr seid im Marketing, im Management, ihr seid hinter den Kulissen, ihr seid aber auch im technischen Bereich und an den Straßenbahnen dran, alles? Ja, alles. Okay, und fährst du gerne Straßenbahn? Ich fahre sehr gerne Straßenbahn. Was ist deine Lieblingslinie in dieser Stadt? Die 1. Die 1. Gut. Durchs Viertel geht die, ne? Wie bitte? Geht die durchs Viertel? Nee, Party? Die fährt nicht durchs Viertel, fährt durch die... Alles klar. Ja. Liebe Emma, vielen Dank. Hinein in die Straßenbahn. Ich danke, das ist dein Applaus und der gilt natürlich für alle anderen Azubis. Dankeschön. Könnt ihr mal da hinten winken? Stellt euch mal an die Scheiben, dass wir euch sehen. Das ist euer Applaus. Und lieber Till Mette, wollen Sie mitfahren mit den Künstlern oder bleiben Sie bei mir? Ich habe das Auto ja hier vorne stehen. Ach so, Sie haben das Auto. Ja, dann brauchen Sie ja keine Monatskarte. Das ist jetzt Quatsch. Ja, das ist aber Quatsch. Also ich fahre diese Strecke sehr gerne gefahren. Auch die Wartezeit da hinten, die entsprach ungefähr dem Naturellen. Sie quatschen ja nur, Sie fahren ja gar keine Straßenbahn, Sie fahren ja Auto. Till Mette ist immer ehrlich, das ist toll, das lieben wir auch an seinen Zeichnungen. Dankeschön, dass Sie das heute mitgemacht haben. Danke für die Einladung. Danke sehr. Tschüss. Ja, ob
Till Mette denn auch Fußball-Cartoon zeichnet, das habe ich ihn jetzt eigentlich gar nicht so gefragt. Aber Fußball spielt natürlich eine ganz schöne Rolle in dieser Stadt, in unserem Land und begeistert eben Fans weltweit. Der Mann, der gleich unser Gast ist, nach einem musikalischen Act noch, ist eben auch jemand, der ein ganz heftiges Wochenende hinter sich hat. Und diese Farben, die in seinem Leben immer wieder eine Rolle spielen, die sind grün-weiß. Und in dem Song von den Zollhaus Boys, da spielt die grüne Jacke eine ziemlich große Rolle. Welche das ist, hört ihr jetzt. Ich war in einer Unterkunft in einer Turnhalle in Grüblingen. Und da habe ich, also sind sehr viele Menschen, die ihre alte Kleidung gebracht haben und wollten uns das einfach spenden, um uns eine Freude zu machen. Und dann habe ich da eine Jacke gefunden, die war eigentlich ganz gut. Und dann habe ich die Jacke oft angezogen, die war grün. Und ich wusste wirklich nichts von Werder Bremen. Ich bin nicht so Fußballfan, also da war es nicht, jetzt ein bisschen mehr. Genau, gar nicht mit Fußball. Und ich wusste nicht, und als ich in die Stadt lief oder in der Straßenbahn, da haben die Leute mir gesagt, oh, Werder Bremen, richtig geil. Und ich habe da gar nicht verstanden, weil es war eine Art, also die haben alle auf Deutsch gesprochen und Deutsch konnte ich auch nicht. Sie haben mich nicht verstanden. Ich habe mich immer gefreut, ja super. Ich dachte, die sagen, oh, willkommen in Bremen oder weiß nicht was. Und dann irgendwann mal habe ich verstanden, dass es um die Jacke geht und gar nicht um mich. Und dann war ich irgendwann mal im Stadion und dann habe ich meine Werderjacke angezogen, weil ich habe verstanden, ja, als Werder ein Tor geschossen hat, dann war ein älterer Herr neben mir, so ein bisschen dicker, und der ist einfach gesprungen und hat mich umarmt. Und das war für mich so komisch, weil einfach, die hatten alle so eine Freude. Und der hat mich einfach umarmt, zweimal hintereinander. Und der sagt, oh geil, und ich, okay, alles super. Ich bin nach langem Weg in Deutschland angekommen und hatte auf der Flucht keine Kleidung mitgenommen. In Bremen gab es Leute, die brachten alte Sachen und wollten mit Klamotten uns eine Freude machen. Im großen Kleiderhaufen habe ich sie gefunden, sehr grün, auch sehr warm. Es sah ich ganz weit unten, eine Jacke mit so Bildern und beschriftet mit viel Fleiß. Ich verstand natürlich nichts von lebenslang und weiß. Es ist so schön und angenehm in meiner Jacke von Halle gerne in die Stadt, natürlich mit der Jacke, dass man was Warmes hat. Die Leute lächeln, grinsen, rufen, freuen sich was immer. Warum sind sie so nett? Ich habe keinen Schimmer. Ich rufe meine Eltern an und schwärme laut von Bremen, dass hier mich alle Menschen in ihre Stadt aufnehmen. Man spricht mich dauernd an, es wird gesungen und gepfiffen. Dass das an meine Jacke liegt, habe ich bald begriffen. Es ist so schön und angenehm in meiner Jacke von Werder Bremen. Es ist so geschah die Sensation, ich kriege eine Karte fürs Weserstadion. Na klage ich nicht ohne meine Superjacke hin und tue, als ob ich ewig schon ein Werder-Fan bin. Ich sitze neben einem großen, dicken deutschen Mann und plötzlich rennt Werder auf das Gegner-Tor an. Mit Tor schreien alle und der Dicke springt auf, umarmt mich und drückt mich und hört gar nicht mehr auf. Auf dem Weg nach Hause treffe ich einen Freund, der sieht gar nicht gut aus und er meint, ich habe zu der Deutschen echt null Kontakt. Gib mir einen Tipp, ich fühl mich so beknackt. Ich sage, Habibi, ich sag dir, wie das geht. Um Werder-Fan zu werden, es ist nie zu spät. Mit dieser Jacke bleibt deine Seele heil. Lebenslang und weiß, ist einfach nur geil. Es ist so schön und angenehm mit meiner Jacke von Werder-Fan. Es ist so schön. Boys, herzlichen Dank für diesen Song. Wir bedanken uns. Und herzlich willkommen, Cheftrainer von Werder Bremen, Florian Kohfeldt.
Hallo, Herr Kofeld. Hallo, schönen guten Abend. Ja, nach so einem Wochenende, Fantage, digital, Testspiele, dass Sie da sind, das verdient nochmal einen extra Applaus. Ach, bin sehr gerne da. Vielen Dank. Sie sehen aber entspannt aus. Ist alles gut gelaufen? Ja, noch keine Pflichtspielniederlage, von daher bin ich entspannt. Alles ist gut. Ist alles gut. Viele Spieler gesund, alles passt. Ja, alles passt. Das muss man natürlich auch nochmal sagen. Also die Bayern haben natürlich mit Teamgeist und ganz viel Teamwärme und Feuer im Team das Triple dann geholt. Und jetzt hört man ja, es ist auch Feuer im neuen Werder-Team. Stimmt das? Das stimmt, wobei ich immer die Mannschaft in Schutz nehmen muss aus dem letzten Jahr, weil wir hatten letztes Jahr keine Mannschaft, deshalb konnte da gar nichts entstehen. Wir hatten aufgrund der verletzten Situation einfach wirklich im gesamten Jahr 3 Wochen, wo wir als Mannschaft trainiert haben. Das gerät immer leicht in Vergessenheit. Also wir hatten auch letztes Jahr Feuer, nur das Feuer spielte sich zwischen Physiobank und Krankenbett ab und das war nicht so gut. aber dieses Jahr ist es so, ja, wir haben einen guten Konkurrenzkampf, es geht gut zur Sache. Und sind Ihre Arme gewachsen im letzten Jahr, weil Sie die Mannschaft dann so oft in Schutz nehmen mussten? Verbal, ja. Die Angriffe waren ja schon ganz schön heftig. Ich frage mich dann immer, wie entspannt man denn eigentlich, wenn man so unter Druck steht? Was ist Ihr Ventil, was ist Ihr Schutzraum dann? Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr, da muss man ehrlich sein. Also in der Zeit nach der Corona-Pause, da war es mit Entspannung schwierig, dann haben alle von Entschleunigung geredet, wir verlieren gegen Leverkusen und danach war eine Woche nur Shitstorm, also da habe ich von Entschleunigung nichts gemerkt. Das aber, war nicht Jahre entfernt dann, ne? Richtig, aber nein, sonst, ja, Familie, Tennis, ganz entspannt, das... Vielleicht auch ein bisschen Straßenbahn fahren, ne? Man hat ja bei der Straßenbahn, so ähnlich wie in der Schule, immer Vornesitzer und Hintensitzer. Was sind Sie in der Straßenbahn, Vornesitzer oder Hintensitzer? Eher ein Hintensitzer wäre ich. Ja, ja. Also war der Platz eben jetzt... Der wurde mir zugewiesen. Der wurde Ihnen zugewiesen. Und die Straßenbahn hat irgendwas damit zu tun, dass Ihre Family hier an der Weser gelandet ist. Ja, erzählen Sie mal. Ja, ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Und welcher denn? Ja, ich bin vor gut... Ja, wie lange ist denn das jetzt her? Fast 25 Jahren? Nee, Sie noch müssen länger. Rechnen. 30 Jahre, ich bin echt schon alt geworden. Ja, auch Sie werden älter, das ist für mich ehrlich gesagt ganz beruhigend. Ist mein Vater hier beruflich nach Bremen gekommen zur Straßenbahn und war dann bis 2016 hier Personalleiter bei der Straßenbahn. Von daher kenne ich die Straßenbahn gut, habe einen engen Bezug dazu. Ja. Und, wir haben all die heute Abend eingeladen, die Ihr Vater gekündigt hat. Also wenn Sie noch mal kurz winken wollen und da sind noch ein paar Rechnungen. Deshalb ist mein Vater auch nicht hier. Deswegen sind Sie ja auch da. Gibt es denn schon... den Wettkampf um die Stammplätze in der Mannschaft. Ja. Also 5 Spieler über Ü30 sind ja jetzt weg. Also es sind viele Junge da. Genau. Heißt eine junge Mannschaft. Ja, den gibt es auf jeden Fall. Jetzt beginnt so die Phase. Wir hatten gestern die letzten beiden Testspiele, wo alle gespielt haben. Nächste Woche, jetzt haben wir zwar auch ein paar Länderspielabstellungen, aber nächste Woche werden nicht mehr alle spielen und das wissen die Jungs und es ist so ein normaler Fluss in der Vorbereitung. Am Anfang sind alle euphorisch, alle sind da, alle freuen sich. Alle sind nett und dann werden die Rasierklingen ausgefahren. Genau, und wenn der Erste nicht mehr mit dir spricht, dann weißt du, dass es okay, dass es den losgeht. Stammplatz, den möchte ich gerne haben. Was ist mit Schung und Eras? Sind die schon mal Anwärter auf dem Stammplatz? Ja, mit Sicherheit beide. Also Patrick, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, ist ja aus der zweiten Liga gekommen in Nürnberg, aber macht das sehr, sehr gut. Wir vergleichen ihn intern mit so einem anderen Franken, der vor ein paar Jahren mal aus Nürnberg hierher gekommen ist. Mal überlegen, wer war denn das? Wer war denn das? Genau. Und und Thais ist, hält jetzt schon das, was wir uns von ihm versprochen haben. Ein unglaubliches Tempo, bringt ein anderes Element ins Spiel rein. Macht Spaß, der Junge, ist sehr wissbegierig, will immer mit dem Trainer über Fußball reden. Ich mag das und der wird auf jeden Fall... uns viel Spaß machen hier in Bremen. Okay. Also jetzt fragen alle, wird die neue Saison besser? Haben Sie schon eine Antwort drauf? Alle wollen es ja jetzt wissen. Alle haben irgendwie Hoffnung wieder in ihrem Rucksack dabei. Alle sind ein bisschen ausgeschlafen. Der Shitstorm ist überlebt. Genau, knapp überstanden. Ja, da müssen Sie ja immer drauf antworten. Gibt es irgendeine Frage aus diesem Register, wo Sie sagen, boah, kann ich einfach nicht mehr hören als Cheftrainer? Ja, der Klassiker letztendlich. Letztes Jahr war es, welche Lösung haben Sie jetzt oder was machen Sie jetzt? Und das ist ja immer dann 30 Minuten am Spiel und du denkst so. Aber meine Lieblingsfrage war wirklich der Klassiker nach dem Spiel in Heidenheim, das Fernsehinterview mit dem, ich mag den Kollegen sonst sehr, aber der fragt mich nach dem Spiel und ist da Druck von Ihnen abgefallen? Nee, boah, vollkommen entspannt. Alles ruhig, war irgendwas, läuft, genau. Ja gut, man muss dann ja immer Antworten parat haben. Heute haben wir einen ganz großen Tag für die Stadt, weil
Die Straßenbahn wird übergeben an die Bremer und Bremerinnen. Das Nordlicht kommt sozusagen in die Stadt. Ist für Sie so etwas auch ganz was Besonderes? Weil Sie sind ein Markenzeichen mit der Mannschaft zusammen, aber eben die Straßenbahn natürlich auch. Die bringen uns ja auch zum Beispiel ins Stadion. Ja, genau. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich habe eben drinnen, also ich war schon im Rathaus, habe den Stream geguckt. Ich habe festgestellt, dass es gar nicht so häufig vorkommt, dass neue Straßenbahnen kommen. Ja. Und, ich mein, wir waren dabei heute, können wir sagen. Wir waren dabei, ja. Und man sieht es ja auch an dem Ambiente, dass es was Besonderes ist, und die Straßenbahn prägt das Stadtbild in Bremen, egal wo man ist. Also ob man, so wie ich, damit 10 Jahre, und damit sieht man, wie lange ich studiert habe, zur Uni. Damals konnte man das noch, ne? Heute ist alles ganz fett getimed. Genau, zur Uni fährt oder auch hier in der Innenstadt. Also es gehört einfach zu Bremen dazu, und ein paar Bilder von der neuen Bahn gesehen. Ich glaube, sie wird sich gut anpassen hier ans Stadtbild. Ja, das glaube ich auch. Also wenn Sie sich da sicher sind, dann sind wir auch sicher, dass das mit Werder gut läuft. Wir wünschen Ihnen allen auf jeden Fall von Herzen viel Erfolg, und Sie kennen ja den Balkon da oben, ne? Genau, ja. Wir haben sie extra so rumgestellt und haben gedacht, das tut vielleicht ein bisschen weh, wenn wir beide das Interview so führen. Ja. Oh. Das klappt noch. Machen Sie sich keine Sorgen. Genau. Ja, wir schaffen das alle zusammen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Florian Kohfeldt, danke nach einem langen Wochenende, dass Sie heute hier waren. Und sehr der gerne. Mannschaft viel Erfolg, dass alle gesund bleiben. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich vermisse ja die Zeit im Stadion, dass man da drin ist. Und nur Florian Kohfeldt weiß natürlich, wie das ist, wenn man dann drinnen ist und von drinnen die Atmosphäre dann mitbekommt. Jetzt möchten wir Ihnen eine Atmosphäre präsentieren, die eben auch für diese Stadt steht. Nicht nur Fußball ist wichtig, sondern eben auch die Kultur und ganz besonders die Musik. Die Bremer Philharmoniker sind das Herzstück eben auch dieser Stadt, was klassische Musik angeht. Und das Verrückte ist, ab und zu spielen die sogar mal in der Straßenbahn. Und ich möchte Ihnen jetzt Annette Bär-König vorstellen. Sie ist die erste Violinistin und liebt, glaube ich, Straßenfahren, aber natürlich noch mehr die Musik. Mein Name ist Annette Bär-König. Ich bin erste Konzertmeisterin der Bremer Philharmoniker. In meiner Kindheit war die Straßenbahn sehr präsent in Mainz. Tatsächlich, ich bin mit der Straßenbahn zu meinem ersten Geigenunterricht gefahren. Ja, hier in Bremen ist es halt auch jeden Tag präsent, dadurch, dass die Domsheide vor meinem Arbeitsplatz liegt sozusagen und dieser Knotenpunkt da ist, Straßenbahnen kommen und gehen und man sie auch manchmal sogar im Konzertsaal hört. Die Bremer Philharmoniker haben inzwischen einige wunderschöne Konzerte in der Straßenbahn gegeben. Einmal war das eine Talkshow von Butten und Binnen. Und dann hatten wir ein schönes Konzert mit Radio Bremen. Und das waren beides wunderschöne und sehr lustige Konzerte, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. In der Straßenbahn hat es halt so eine ganz besondere Atmosphäre, weil diese Fallhöhe so stark ist zwischen einfach banalem sich fortbewegen und dann doch einer gewissen Hochkultur. Wir haben ja mit Kontrabass, Bratsche und Geige gespielt, das war ganz schön schwierig, das unterzubringen. Dann Notenständer, wo stellt man Notenständer hin, haben wir uns an die Scheibe geklebt. Keine Bühne der Welt wackelt so wie eine Straßenbahn und fährt auch nicht um die Kurve. Also es ist schon sehr abenteuerlich, muss man schon sagen. Aber das war alles eigentlich nur angenehm, nur sehr, sehr lustig. Ich würde mir wünschen, dass die Straßenbahnfahrer alle an der Domseite aussteigen und abends in die Glocke kommen, wenn es dann mal wieder geht. Thank you.
stellvertretend für die Bremer Philharmoniker Silke Bär-König. Das ist ihr Applaus und danke auch an Herrn Masaki. Und dass dann der Programmdirektor von Radio Bremen auch in dieser Bahn sitzt, ist ja eigentlich nur konsequent. Herzlich willkommen, Jan Weihrauch. Hallo. Ein Privatkonzert. Ja, also habe ich auch selten gehabt, aber so könnte ich immer Bahn fahren ab heute. Genau, also man hat ja oft manchmal so Straßenmusiker dann drin, aber das war natürlich hochqualitativ. Ja, die kommen selten an die Klasse ran, die wir eben erlebt haben. Das, also das war schon echt. Und Radio Bremen hat eine eigene Station in unserer Stadt. Absolut, eine eigene Station in der Stadt und eine eigene Station in der Straßenbahn. Wir haben ja zusammen, die BSAG ist ja genauso verrückt wie wir teilweise, haben wir zusammen eine Bahn ausgestattet mit Kameras und machen da regelmäßig Sendungen draus. Zu welchen Anlässen? Immer dann, wenn ein Thema diese Stadt bewegt. Also wir haben es schon zum Thema Bildung gemacht, zum Thema Armut haben wir mal eine Straßenbahn gemacht. Wir haben natürlich bei der Bremenwahl eine gemacht. Wir machen immer die Jahresrückblicke. Aber warum da drin. Dann die Straßenbahn? Warum ist das ein guter Ort? Kommt man dann den Bürgern und Bürgerinnen näher oder warum? Also das ist ein Ort, der die Stadt bewegt, und zwar die ganze Stadt, und die ganze Stadt steigt auch ein. Also man hat die verschiedensten Klientels in der Straßenbahn und man sieht auch raus. Also man sieht auch, während wir die Sendung machen, wie sich das Stadtbild verändert. Man kommt durch verschiedene Bezirke überall rein. Also das ist schon sehr attraktiv und das ist etwas, was jeder kennt. Okay, also wir haben, glaube ich, ein paar Bilder. Das ist eine Buten-Binnen-Sendung gewesen. Sie wissen wahrscheinlich besser, welche das ist. Gucken wir mal ganz kurz rein. Die BSAG und Buten und Binnen. Be Human. Sie sind gerade frisch gebackener Europameister im Roboterfußball geworden und mehrfacher Weltmeister auch schon gewesen. Es soll der Beste sein, überhaupt. Hallo? Futterkuchen, ganz schlank ist hier. Kein besseres Bier. Den Mann haben wir teuer bezahlt, damit er das sagt. Floating on the sea. And your love envelopes and embraces me. Hibiskus Ingwer habe ich, ist sehr lecker. Ich will auch gern was probieren. Haben Sie noch was für mich? Hier hätte ich einmal die mit Himbeeren. Ach, herrlich. Himbeer und was war das? Thymian. Das Thymian. Stell uns mal vor, wir sind in der Sprache. Ja, das wird nicht schwer. Nein, kann nicht mehr. Das muss bewegen, wir müssen aufhören. Lieber Jan Weihrauch, das ist ein Zusammenschnitt gewesen von ganz unterschiedlichen Sendungen und ganz unterschiedlichen Formaten eben aus dieser Straßenbahn. Was sie alle verbindet, es ist immer Musik dabei. Ja, das ist ganz schön. So wie also, heute. So wie heute. Deswegen haben wir das genau für Sie auch so vorbereitet, damit Sie sich heimisch dann tatsächlich fühlen. Jetzt ist es ja so, die Bremer Straßenbahn AG wandelt sich und öffnet sich eben auch nochmal ganz neuen Techniken. Aber auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss sich ja permanent verändern. Was heißt das für Sie als Programmdirektor? Das heißt, wenn wir zum Beispiel über Buten und Binnen sprechen, dass wir nicht mehr allein alle Zuschauer, wir wollen ja noch Möglichkeit, alle Menschen erreichen, nur übers Fernsehen erreichen. Aber wir müssen uns auch Gedanken machen, wenn wir über regionale Informationen sprechen, reicht es nur, es im Fernsehen zu machen? Reicht es, es nur im Radio zu machen? Nein, reicht nicht mehr. Wir müssen auch andere Kanäle bespielen. Und darüber machen wir uns extrem Gedanken. Also Buten und Binnen ist längst nicht mehr alleine eine Fernsehsendung, sondern findet auch statt im Internet, findet in den sozialen Medien statt und findet auch in der Straßenbahn statt. Ja, oder mit der ARD Audiothek, ein richtiges Erfolgsbaby sozusagen. Das kennen Sie ja sehr gut. Mit Ihrem Podcast sind Sie ja da sehr erfolgreich drin. Genau. Und es ist aber eben auch zum Beispiel etwas wie die Next Generation, die man dann abholt. Ein Radioformat, mit dem ganz junge Musiker dann eben einfach am Start sind. Richtig? Absolut. Also also ich denke, dass das Thema Podcast für den Audiobereich extrem wichtig werden wird. Wir stecken da auch gerade ganz viel Geld rein in innovative neue Formate, weil wir wirklich auch junge Talente entdecken wollen hier in der Stadt, in der Region und die fördern wollen. Also da machen wir ganz viel und da entsteht gerade was. Und das Gleiche gilt aber auch für die Mediathek. Also das, was für Audiobereich die Audiothek ist, ist dann im Videobereich und alle kennen es, dann die ARD-Mediathek. Und auch dafür sind wir gerade in Vorbereitung von ein paar neuen
Und da schon. Trotzdem hat Till Mette eben an dieser Stelle hier gestanden, der Cartoonist, da haben Sie vielleicht schon in der Straßenbahn gesessen. Habe ich nichts gehört von. Und der hat gesagt, Radio Bremen könnte noch viel mutiger sein. Noch mutiger? Noch mutiger. Okay, wir nehmen das zu Herzen. Wir sind sehr mutig, unser neuer Tatort, den werden wir nämlich nicht klassisch beginnen, sondern mit einer Miniserie, wo sich unsere neuen Tatortkommissare so ein bisschen selbstironisch hops nehmen. Wir begleiten sie praktisch fiktional dabei, wie sie zu Tatortkommissaren werden. Das ist sehr witzig und wir fangen an mit dem Drehen hier in Bremen direkt am Dienstag. Also wir sind kurz davor. Also ich hoffe, dass das der Till Mette noch mit hört, weil er da merkt, da passiert dann eben doch einiges. Du sitzt doch sicher noch hier. Ja, davon gehe ich eben auch mal aus. Also Tatort ist natürlich ein wichtiger Sendeplatz. Das ist der Sonntag. Um 7:45 kann man heute in der ARD Mediathek sehen, wenn man heute hier beim Rollout dabei war. Ist das auch für Sie etwas Besonderes? Denn wir haben ja einen Countdown heute Abend. Es sind nur noch wenige Minuten und das Nordlicht fährt hier tatsächlich vor auf dem Marktplatz über die Domsheide. Auch für Sie was Besonderes? Ich glaube, das ist für die ganze Stadt was Besonderes. Das sind schon, also ich habe sie direkt nach unserer Straßenbahn, ich bin mal nach hinten gelaufen, da steht sie ja. Ich habe sie schon sozusagen gesehen. Ich bin aber nicht mitgefahren, ich durfte auch nicht einsteigen. Sie sieht sehr cool aus. Und ja, das ist schon aufregend, glaube ich, für die ganze Stadt, weil jeder, der hier lebt, hat ja so seine eigenen Erlebnisse in der Straßenbahn. Und auch ich habe die. Und insofern freue ich mich sehr auch auf die neuen. Bestes Erlebnis von Jan Weihrauch in der Straßenbahn? Mein schönstes Erlebnis war eigentlich, als ich frisch hier in der Stadt war und einmal hier mit dem Flieger sehr spät abends einflog und man darf es ja nicht, aber auf dem Rollfeld schaltete ich mein Handy schon ein, um zu gucken, wann fährt denn die nächste Straßenbahn, weil es war abends, da fährt die 6 nur noch alle 20 oder 25 Minuten, da dachte ich, ah, wenn ich die jetzt verpasse. Also ich hatte 3 Minuten Zeit, das Flugzeug rollte noch und ich habe es geschafft. An welcher Stadt geht sowas, dass Flugzeug und Straßenbahn so eng aneinander sind, dass man es in 3 Minuten vom Rollfeld schafft? Das geht nur hier. Oder dass man in der Haltestelle direkt vom Sender aussteigt und dann schon am Schreibtisch ist. Herzlichen Dank, Jan Weihrauch, Programmdirektor bei Radio Bremen. Und achtet auf den neuen Tatort, der aus Bremen kommt. Dankeschön, lieber Dankeschön. Jan. Dankeschön, schönen Abend noch. Dankeschön. Ihr Lieben. Gleich ist es soweit mit unserem Rollout. 144 Jahre Mobilität in diesem Land. Das heißt natürlich auch in diesem Bundesland Bremen, dass eine Stadt, ein Bundesland sich an die Bedürfnisse angleicht, immer neugierig ist und sich auf Veränderungen einstellt. Denn es sind mehr Fahrgäste geworden. Fahrgäste, ihre Wünsche haben sich verändert. Was aber geblieben ist, ist eben die Sehnsucht nach Mobilität und die gilt eben für alle, egal ob man jung ist oder ob man alt ist, ob man neu ankommt in dieser Stadt oder hier eben schon ganz, ganz lange verwurzelt ist. Die Bahn ist tatsächlich für alle da, die diese Stadt lieben und die sie eben so auch lebendig machen. Und das Nordlicht ist 37 Meter lang. Es ist heller. Es ist wohl auch geräumiger. Im Gegensatz zu einigen, die hier eben bei mir im Interview waren, habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Aber es ist eben auch komfortabler als viele der Vorgängerinnen. Aber wenn was Neues kommt, heißt natürlich auch immer, dass das Alte gehen muss. Also die Bahnen, die jetzt noch durch die Straße fahren hier, über die Schienen fahren, die werden dann in Rente verabschiedet. Und dann ist es Zeit für das Nordlicht. Wir kommen zum großen Moment an diesem Abend hier auf dem Bremer Marktplatz. Und das Nordlicht ist in Wien gebaut worden. Und Grüße kommen jetzt auch von all den tollen Mitarbeitern, die Hand angelegt haben. Mein Name ist David Gurslav. Mein Name ist Herwig Samek. Andreas Fallmann. Buja Ibra. Und schöne Grüße aus der Avenio-Fertigung in Wien. Dem Avenio von Siemens Mobility trägt Bremen nachhaltig zum Umweltschutz bei. Ich bin stolz auf die neue Avenio-Straßenbahn, die wir für Bremen fertigen. Der Avenio Bremen ist barrierefrei, geräumig und bequem. Ich wünsche den Bremerinnen und Bremern viel Spaß mit ihrem Nordlicht. Thank you.
bist du ja. Und? Wollen wir los? Wohin? Wohin du willst. Das ist das Nordlicht. Und nun sind wir da, wo du hin wolltest. Alles gut? Jetzt darfst du auch mal fahren. Das ist aber lieb von dir. Vielen Dank, Amelie. Dankeschön an Amelie und Andrea. Die steht Ihnen fantastisch, lieber Hajo Müller. Ich begrüße hier in unserer großen Runde jetzt Sprecher des Vorstands schon mit Mütze, Hajo Müller. Ja. Ein Applaus. Und Herr Peter ist auch da, Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. Schön, dass Sie da sind. Hallöchen. Meine Namensvetterin, Dr. Maike Schäfer, ja, Senatorin hier in dieser Stadt, unter anderem eben auch natürlich für Stadtbau, aber auch für Mobilität. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und Andreas Bogenschulte, unser Bürgermeister. Ein ganz besonderer Moment. Ich dachte ja erst schon, es brennt in der Bahn. Ich war ein bisschen nervös. Ich hatte auch die Befürchtung. Müssen wir da mal ganz kurz Herrn Peter fragen, ob da alles in Ordnung ist? Ja, eiskalt. Reiner Show-Effekt. Das ist für die kalte Jahreszeit, gibt es so ein bisschen Trockennebel dann dazu. Für diejenigen, die das Clubbing vermissen jetzt. Ja, für die das Clubbing. Wie lange dauert das denn eigentlich, Herr Müller, von einer Idee, dass die Stadt eine neue Bahn bekommt und bis sie dann tatsächlich da ist? Das Nordlicht steht jetzt hinter uns. Ja, eine Idee ist das eine, aber wir haben es ja vorhin schon gehört, es gibt eben ein paar Straßenbahnen, 77 an der Zahl, die einfach in die Jahre gekommen sind. Und das ist nun mal so, dass man sich dann damit beschäftigen muss, was macht man denn nun? Und ich kann sagen, das war eine ziemlich lange Zeit, die sich alle damit beschäftigt haben, bis
wir jetzt zu diesem Ergebnis gekommen sind, dass die neue Bahn da ist, hat 8 Jahre gedauert. Okay, also wenn sie heute auf den, ab heute dann oder ab den nächsten Tagen dann durch Bremen dann tatsächlich fährt, dann können Sie auch ein bisschen wieder durchatmen und sich ganz neuen Themen dann zuwenden. Absolut, ja. Herr Peter, was war denn die technisch größte Herausforderung? Ja, technische Herausforderungen gab es wenige, sage ich mal. Das ist ein Fahrzeug, das basiert auf einer Plattform. Und die passen wir dann natürlich auf die Bedürfnisse der Bremer Bürger an, so wie wir das wollten. Was sind zum Beispiel Bedürfnisse der Bremer und Bremerinnen? Und unterscheiden die sich von Münchnerinnen oder von Berlinern? Die wollen ja also besonders wichtig war, glaube ich, hier, und vielleicht ist das ein typisches Thema in Bremen, der barrierefreie Eintritt in das Fahrzeug, komplette Zugänglichkeit für Leute, die eben auch vielleicht nicht mehr so schnell zu Fuß unterwegs sind, wie ihr ehemaliger Bürgermeister, den wir hier gesehen haben. Es gibt extra eine 7. Tür, damit man in alle Bereiche gut hineinkommen kann, die für Rollstuhlfahrer sind. Man sieht hier die Türen, die wichtig waren, dass man von außen gleich sehen kann, welche Türen öffnen, welche schließen, dass man schneller reinkommt. Ein sehr, sehr schönes, wie nennt man das, Gimmick-Tool, Gadget? Nein, das ist mehr als ein Gadget, Nein, das oder? Ist mehr als ein Gadget, ja. Also was ist das? Das ist wie so ein Warnlicht oder es ist auch ein Nachhausekommen-Licht, es ist ein Begrüßungslicht. Farbstufen gibt es 3. Wie an der Ampel eigentlich, ne? Ja, so in etwa, genau, wie an der Ampel. Wir haben uns eben gedacht, dass wir das optisch wirklich so groß machen, dass man das gut erkennen kann. Und im Norden ist ja nur ab und zu, hat man noch mal ein bisschen Schiedwetter. Und dann sieht man das nicht dann so gut. Dann sieht man durch den Nieselregen, diese, jetzt darf diese ich kleinen einsteigen. Funzeln, die sieht man dann nicht so gut. Okay. Und insofern haben wir uns für die große Variante entschieden. Das war dann auch ein langer Angang. Es hat ein bisschen gedauert, bis das realisiert war. Waren Sie dafür oder waren Sie dagegen? Nein, wir haben das initiiert. Gut. Also. Andreas Bubenschulte, was sagen Sie? Jetzt ist der Tag da. Was heißt das für eine Stadt? Ein Rollout, ein ganz besonderer Moment. Wir haben den Countdown hier heute Abend gemacht, mit Corona-Abstand, ja, und nicht ganz so vielen Gästen wie sonst, aber trotzdem was Besonderes. Ich beantworte die Frage gleich, aber als Bürgermeister darf ich mir ja das Recht eines Politikers rausnehmen, zu sagen, ich möchte noch eine Vorbemerkung machen, weil mir das persönlich sehr am Herzen liegt. Es gibt eine Person, die heute Abend auch sehr gerne hier gewesen wäre, der Vorstandskollege von Herrn Müller, Michael Hünig, der sich nichts sehnlicher gewünscht hätte, der in den letzten Jahren ganz hart dran gearbeitet hat an unserem ÖPNV, auch an diesem Projekt. Und Michael, ich weiß, dass du das jetzt verfolgst und mit dem Herzen hier bist. Wäre schön, wenn du hier gewesen wärst. Aber ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, weil ich viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen der BSAG sehe. Ganz herzlichen Dank einmal all denjenigen zu sagen, die den ÖPNV bei uns Tag und Nacht organisieren, die sich in dieses Projekt reingehängt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich sehe nur glückliche Gesichter, bis auf das zerknirschte Gesicht unseres Finanzsenators. Ja. Aber ansonsten ist das alles gut. Was bedeutet es? Aber der rechnet nicht mehr, ne? Fast geschenkt. Nein. Was bedeutet es für Bremen? Bremen ist ja eine traditionsreiche Stadt, wenn man sich hier umguckt. Wir haben viel Tradition, ein traditionsreiches Rathaus, einen traditionsreichen Balkon, der endlich wieder benutzt werden sollte. Aber Bremen muss natürlich auch immer dafür sorgen, dass wir in die Zukunft gucken, weil das Nordlicht gibt ja Orientierung wie der Nordstern. Und deshalb Modernität, Aufbruch, Modernisierung, das muss auch gelebt werden. Und die BSAG steht dafür. Wenn man sich das in den letzten Jahrzehnten angeguckt hat, ist die BSAG nie stehen geblieben. Und man sieht jetzt auch mit dieser Bahn oder mit diesen 77 Bahnen, die kommen, es geht weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt für Bremen. Nicht umsonst heißt es, BSAG, beste Stadt auf dem Globus. Insofern ganz bedeutend für uns. Habe ich auch noch nicht gehört. Dr. Schäfer, dieses Modell, was hier hinter uns steht, ist das ein großer Schritt in der Mobilitätsentwicklung für diese Stadt und auch für dieses Transportmittel? Ja, das ist es auf jeden Fall. Barrierefreiheit wurde ja gerade schon angesprochen. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir eben auch alle teilhaben lassen. Und da gehört Mobilität natürlich dazu. Was mir in der Straßenbahn besonders gut gefällt, sind, dass es mehrere Eingänge gibt, wo man mit dem Rollstuhl, aber auch mit dem Kinderwagen reinkommt, anders als das Modell vorher.
Es ist breiter, es ist komfortabler. Man kann übrigens auch sich, ich durfte schon mal reingucken vorher. Natürlich durften Sie schon mal reingucken. Insofern habe ich einen kleinen Vorteil. Sehr geräumig wirkt es auf jeden Fall von mir. Es ist geräumig und man kann sich nämlich entscheiden, möchte ich auf einem Polster sitzen oder auf einer Holzbank. Und insofern, wir brauchen eine moderne Mobilität. Wir wollen eine klimafreundliche Mobilität. Und das ist ein wichtiger Beitrag dafür. Also, wir sagen herzlich willkommen zum Nordlicht. Und was mich so ein bisschen überrascht, also wir hatten die Pferdebahn da, wir hatten die Bahn aus den 60ern und 70ern und alle fahren auf den identisch, auf den gleichen Schienen, ja? Das ist ja, die wirkt ja viel breiter. Man würde dann denken, ich als Laie jetzt und technisch nicht so visiert, die brauchen auch breitere Schienen. Ist aber nicht so. Ist überhaupt nicht so. Sind alle auf der gleichen gleich. Schienenbreite. Das passt, genau. Alles. Das passt alles. Quietschen genau. Die auch noch schön in den Kurven, dass man das auch so merkt? Oder? Um Himmels Willen. Die dürfen nicht quietschen. Da wäre was falsch gelaufen. Nicht. Also wenn die gleich auf die Domsheide fährt und wir hören die beide hier noch quietschen, dann drehen sie durch. Das war, ja genau. Ich weiß nicht, ob ich dann morgen noch da bin, aber mal schauen. Nein. Okay, quietschen darf man nicht sagen. Ich merke das schon, das ist ein sensibles Wort bei der BSAG. Ja, der Moment ist da und das Schöne ist natürlich immer, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben das Recht der ersten Fahrt. Behalten wir das bei diesem Rollout bei? Ja, daran ändern wir gar nichts. Das ist ja seit Mittelalter so. Ja, genau, da wollen wir daran heute auch nichts ändern. Wer fährt denn jetzt? Wir haben ja vorhin gesehen, Frauen können genauso gut Straßenbahn fahren. Hat keiner dran gezweifelt. Ich war sehr beeindruckt, wie lange das schon in Bremen gibt. Und insofern wird das jetzt die Sache der Frau sein, das Steuer zu übernehmen. Wir haben unsere Unfallstatistik verglichen und eindeutig muss Maike fahren. Alles klar, dann frage ich jetzt nicht nach den Punkten in Flensburg. Ich bedanke mich bei Herrn Peter, ich bedanke mich bei Herrn Müller. Ich weiß, Sie haben mit Ihren Teams ganz, ganz viel dran gearbeitet. Ein Dank auch an all die Teams. Und ich danke Herrn Bovenschulte und Frau Schäfer. Sie fahren jetzt, Sie bekommen den Schlüssel. Und wenn Sie den Schlüssel in der Hand haben, damit dann auch alle Bremer und Bremer. Gibt es das eigentlich noch einen Schlüssel? Die haben gar keinen Schlüssel mehr, oder? Wahrscheinlich einen Knopf. Doch, natürlich. Ja, also das Wappen von Bremen hat ja den Schlüssel. Also insofern haben alle Bremerinnen und Bremer den Schlüssel. Also es gibt auch einen richtigen Schlüssel für die. Gut, dann wünsche ich gute Fahrt. Und Sie steigen ein und wir verabschieden uns hier von den Bremer und Bremerinnen auf dem Marktplatz. Und genießen Sie die erste Fahrt. Mal sehen, wo Sie dann wieder anhalten und alle Herren rauslassen, liebe Frau Schäfer. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Alle ruhig einsteigen, nutzen Sie es. Ich weiß, Sie sind damit noch nicht gefahren, Sie kennen das Modell nicht. Jetzt haben Sie eine Chance, das kennenzulernen. Endlich. Ja, das Mikro können Sie vorne einfach auf die Sitze legen. Der Kollege nimmt das dann. Fahrscheine, Sie wissen ja, wo man die dann zieht. Ne? Ja, Fahrscheine. Mundschutz haben Sie schon. Ja, nicht, dass die hier schwarz fahren. Ne? Das wäre natürlich was für die vier. Also wir sagen schon mal Tschüss und unter unserem Applaus fahren die vier gleich los. Maike Schäfer übernimmt das Steuer von unserem Nordlicht. Jetzt wollen alle ins Führerhäuschen vorne. Moment, da haben wir doch gesagt, das macht jetzt die Frau, oder? Ja, so ist das mit den Männern. Die Frauen gehen dann vor und am Ende wollen sie dann doch wieder alle mitmachen. Aber ich warte noch mal ganz kurz. Herr Bovenschulte guckt Maike über die Schulter. Ah, die Türen schließen sich mit so einem leichten Piepsgeräusch. Also, liebe Bremer und Bremerinnen, das war unser Rollout zum Nordlicht. Unter den Tönen der Fanfaren hier der Bremer Philharmoniker verabschieden wir uns hier vom Bremer Marktplatz mit allen, die heute dabei waren. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt. Das Nordlicht ist wirklich für alle da. Nutzen Sie es. Es ist die moderne Mobilität, es ist der moderne öffentliche Personennahverkehr. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und wir sagen Tschüss vom Rollout hier auf dem Marktplatz in Bremen.